Wir beginnen in etwa 7 Minuten. Was meint Löschen im Kontext von Wikipedia? Das ist Sprint 44. Ich verteile jetzt den Link und alle hallo. 7 Minuten. Se ne mangio per velo, ho di te vero vero, e un dire sono, sai che da volo, da tutto solo per tutto. Se ne mangio per velo, ho di te vero vero, quindi ti vedo, non c'è più che ti seguo, ho di con il signo, si ti accoccia, ho di te che ti sa, ti ho avuto. Okay, share screen. Okay. Jetzt sind wir hier auf Philox. Heute Abend um 9 Uhr gehen wir nochmal live mit Chris Carson. Ce ne mangio da vero, ho di te vero vero, e non dire sono, sai che da loro. Ce ne mangio da vero, ho di te vero vero, e non dire sono, sai che da loro, ho per un solo per me. Ce ne mangio da vero, così va, non lo va, non c'è da loro, non so, grazie, non so, non c'è da loro, non c'è da loro, non c'è Da gibt es auch eine andere Variante. Wo war ich jetzt? Jetzt wollte ich noch schauen, ob das jetzt effektiv ist. Okay, das ist hier. Gut. Jetzt sollte ich das noch. Ich könnte auch noch.
Okay, es geht nicht. Schöne Handschuhe, Velo, sie macht nur noch um. Wort über Dunkel, so heißt es auch. Wenn du glaubst, in den Medien ist kaum. Ober für Gewitter, gibt es auch gut auf einmal. Wenn ich überklebt, schöne Dolly hat kalt. Es gibt so viele Dinge, aber sie bleibt kalt. Der Wasser wird verschmutzt, das Kuh ist schon kalt. Schöne Handschuhe, Velo. Und ich sehe Velo, 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 warum kann ich das hier nicht? Dann könnte ich das dazu nehmen. Wo ist der Kommentar? Ah, hier. Jetzt machen wir aber noch einmal die, die gefällt mir besser. Ja, wie mache ich das? Wie mache ich das? So, ging weit. Ich hole mir noch einmal den Dings. Ah, da ist er ja. Aha, da ist er ja. Da ist er. Oh, oh. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Adam. Hoi, Conny. Finde ich super. Hörst du mich gut? Ich höre dich super. Wie hörst du mich? Ich habe ein neues Mikrofon am Testen. Ja, das tönt wirklich sehr satt. Schön, da freue ich mich. Super. Wir sind ja pünktlich, du, das ist unglaublich. Und langsam ja, bin ich am Üben. Heute Abend bin ich gespannt. Um 21 Uhr machen wir dann noch eine andere Session mit Chris Carlson. Hab schon gelesen. Um was geht's da thematisch? Ja, ich weiß es auch noch nicht ganz genau. Doch, ich, also, also das Spannende ist, also die haben irgendwie in den 90er Jahren den Begriff Xerokratie aufgebracht im Rahmen von Critical Mass. Ich, hast du das mitbekommen? Ja, damals nicht, aber ich habe jetzt von dir einen Beitrag dazu gelesen und ich weiß natürlich, dass Xerox die Kopierer erfunden hat. Ja, ja, genau. Und, ja. Und wenn man da schaut, dass da gab es eine Weile noch Reclaim the Street. Also habe ich jetzt auf Wikipedia gelesen.
Reclaim the Street, aha, okay. Reclaim the Streets. Reclaim the Streets. Reclaim the Streets. Ah, ich habe mir mal hinten auf dem Bildschirm das bisschen groß gemacht, weil ich kann immer nicht gut sehen, über was wir reden, aber so. Natürlich, ja. Wikipedia, und da kommt dann, wird da Naomi Klein erwähnt, und das ist damals in Zürich, das war 2010, zu Beschädigung von Sacheigentum gekommen ist, etc., etc. Mhm. Also, und dieser Chris Carlson ist irgendwie halt einfach so ein Aktivist, welcher bekannt geworden ist. Chris Carlson, hier haben wir ihn. Der schreibt Bücher über das. Und das, er macht eigentlich sehr viel über Selbstorganisation und keine Ahnung was. Und mich hat dann dieser Begriff Xerocracy interessiert. Und habe dann versucht, also gestern machte ich einen Input zu diesem Dings hier in Zürich bei der Critical Mass, so eine Veranstaltung. Und da bin ich jetzt im Glossar, bin ich da am Versuchen zu definieren. Xerocracy hier. Das ist natürlich interessant. In der englischsprachigen Wikipedia gibt es natürlich einen Eintrag dazu. Ich denke, in der deutschsprachigen wäre es Theoriefindung, ein Klassiker eigentlich. Und da sind wir jetzt am Üben. Also heute Abend wollen wir, er ist im Moment, ich glaube, er hatte bis jetzt keine Definition, er ist im Moment bei dieser Definition. Ich hätte gerne diese irgendwie versucht zu begründen. Und Urban Dictionary. Was bedeutet Opinion Shaping? Ja, Meinungsschüttlerei, oder? Also du, mein Englisch ist grottenschlecht, ich verstehe gar nichts. Aber Shaping ist schütteln, oder? Und Opinion ist eine Meinung haben. Und naja gut, also das ist heute Abend. Ich bin extra noch das Buch holen gegangen von Naomi Klein. In Deutsch ist es ganz grün. Shape, gestalten, Form geben. Denn wir hatten ja den Begriff des Shapings in der Vergangenheit jetzt schon ein paar Mal, oder? Echt? Oder verwechsel ich mit einem anderen Begriff mit S? Keine Ahnung. Das verwechsel ich gerade mit Framing. Oh ja, das ist auch gut. Das ist was anderes. Ja, aber Framings müssen geshaped werden, damit die Ränder des Framings erkannt werden können. So. Okay. Du, egal. Interessant. Hast du mal getestet, weil ich gerade sehe, Shortlink, da kann man einen Shortlink zu einer Überschrift auch machen, dass man direkt mit einem Shortlink in einen Abschnitt springt? Ja, das habe ich jetzt. Ja, natürlich. Das habe ich bei dir gelernt. Hahaha. Ha, ha. Deshalb ist das so cool. Also das finde ich jetzt natürlich super schön. Ich kann es dir zeigen. Ja, bitte. Ich gehe in einen neuen Dings rein. Ja. Da, 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 da. Also man springt zum Abschnitt. Na toll. Das ist super geil. Das ist spitze, weil das ist eigentlich auch relativ wichtig, gerade in der Kommunikation und gerade übergreifend andere Systeme, Chat und so. Hier, schau mal hier, zack, pop. Ja, und dann bist du wirklich am präzis dem Ort, wo du hin willst. Also jetzt für mein Glossar ist das super. Also ich muss ja natürlich, also ich kann natürlich einfach auf Überschriften kann ich verlinken, nehme ich jetzt mal an, oder? Nicht auf einzelne Wörter. Aber du kannst bei einzelnen Wörtern kannst du sogenannte Anker setzen, das geht auch, dafür haben wir eine Vorlage. Die gibt es zumindest in den Wikipedias, ob es jetzt bei Meta existiert, weiß ich nicht, könnte man vielleicht umsetzen. Okay. Also auf jeden Fall, für mich ist das im Moment ziemlich cool. Obwohl du dich letztes Interview oder letzten Austausch von uns kritisch geäußert hast zum Thema, ja, ich weiß noch nicht, ob ich hier auf Meta bleibe. Habe ich das gesagt? Ja. Echt? In welchem Zusammenhang weiß ich gerade nicht mehr. Oh cool, diese Wärmer sind toll, diese ja, Gelenkwärmer.
Es ist ja warm hier drin, aber ich weiß auch nicht, ich habe das immer wieder gerne. Das ist sehr angenehm. Ich habe neulich beim Entrümpeln, ich bin gerade am Entrümpeln, auch welche gefunden und das ist angenehm. Ich habe die mal zum Spaß mal eine Stunde umgemacht, was das Ja, ausmacht. das ist unglaublich, gell? Hätte ich auch nicht Also gedacht. jetzt hör mal. Also das eine, was ich auf jeden Fall, lass uns kurz die Struktur machen. Das eine, was ich gerne noch einmal machen würde, ist eine Metageschichte. Das ist das mit dem Inhaltsverzeichnis. Also wenn wir so lange reden hier, dann ist es tatsächlich so, man findet ja nicht mehr, wo wir waren. Und diese sehr offenen Gespräche im Nachhinein noch einmal anhören. Also ich finde, das kann es nicht sein. Das bringt es überhaupt nicht. Aber die Frage wäre, ob man nicht während dem Reden einfach schon die Themen angeben kann und sich dann dort die Zeit notieren kann. Und dass man quasi in die Kommentare reinschreibt, bei Minute Dings beginnt dieses Thema oder so etwas. Oder wie hast du dir das vorgestellt? Ist prinzipiell denkbar, aber da wir so unstrukturiert sind, muss man relativ gut aufpassen, wann wir welches Thema anschneiden, muss dann wieder Zeit zurückrechnen, weil man redet 3 Minuten und sagt sich, ach, jetzt sind wir bei dem Thema. Also, Oder wir halten uns besser an die Agenda, da sparen wir uns den ganzen Aufwand. ja, das sind die zwei Möglichkeiten, oder? Also strukturierter reden und so. Und das andere ist natürlich auch, was ich wirklich extrem gerne machen würde, ist ja, dass da ein konkretes Gesprächsergebnis eben woanders parallel am Entstehen ist. Und ich meine, dazu haben wir ja diesen aktuellen Stand, was ich ziemlich interessant finde. Und jetzt wäre die Frage, wo ist dieses Dokument verschwunden? Also weißt du, was ich meine? Dass man wie sagt, okay, wenn wir jetzt noch einmal einsteigen in dieses Was meint Löschen im Kontext von Wikipedia, dass irgendwo unser Gesprächsergebnis in einem Dokument wieder sichtbar wird. Und dann könnte man noch sagen, okay, wenn ich noch nachschauen will oder wenn ich gerne solche offenen Gespräche verfolge, kann ich noch schauen, wie sind Sie zu den Ergebnissen gekommen? Und dann fällt ja sicher noch auf, dass Sie Argumente vergessen haben oder Argumente untergegangen sind oder nicht gewürdigt wurden. Und dann könnte man die nachträglich noch einfügen. Ja, keine Ahnung. Ja, lass uns das so machen. Lass uns am Thema bleiben oder zumindest schneller wieder aufs Thema kommen. Beziehungsweise, naja, der Mehrwert bei einer kleinen philosophischen Abschweifung ist ja, dass das Video auch einigermaßen unterhaltsam bleibt, sowohl für uns als auch für den Betrachter. Ja, ich meine, wenn es für Aber uns geht. wenn wir an den Themen bleiben, ist das schon mal ein Fortschritt. Ja, also den Spaß hochhalten, das ist übrigens ein Thema, was wir heute auch wieder haben. Das bringt Chris Carlson immer wieder. Also wie kriegt man es hin, dass der Spaß erhalten wird, erhalten bleibt, so muss ich Oh sagen. ja. Und Der darauf zu achten, dass es Spaß macht, ja. spricht er Deutsch? Nein, wir machen es Englisch. Okay. Aber das ist kein Problem. Ich meine, ich spreche ja auch kein Englisch. Also wenn das die Bremse gewesen wäre. Okay. Du, ich finde auf jeden Fall, es ist, was mich natürlich immer wieder ärgert, ist, dass ich Sozialarbeit nicht finde. Und dann reden wir die ganze Zeit von Empowerment und Self-Organization, alles, das sind doch unsere Themen, oder? Aber jene, die es wirklich saugeil umsetzen, sind keine Ahnung was, völlig andere Leute, Historiker, Journalisten. Warte mal, mir fehlt jetzt, was vermisst du nochmal? Wo unsere Kolleginnen und Kollegen sind, die Sozialarbeitenden in solchen Bewegungen. Na, teilweise entspringen die ja von solchen Leuten. Das sind vielleicht nicht immer unbedingt Leute, die im Rampenlicht stehen wollen. Ja. Also, wenn du mal eine Hörsaalbesetzung in Dresden anguckst,
Da weißt du nicht immer, wer da wirklich der Initiativpunkt ist. Da sind viele Leute und jeder findet dort seine Rolle, aber wer dort wirklich das initiiert hat, das weißt du manchmal gar nicht. Ja klar, aber weißt du, Chris kommt und erzählt, ich bin Historiker oder erzählt und sagt, ja, ich bin Journalist und so, weißt du, was ich meine? Aber ich höre Ja. eigentlich selten Sozialarbeitende, die mit ihren Sozialarbeitstheorien von Gerechtigkeit, von Begründung nach Menschenrechten oder wie sie es halt eben machen, das höre ich nicht, ne? Okay. Wobei das sehr interessante Sachen sind. Gerade, das ist ja immer so eine individuelle Auslegung der einzelnen Dinge. Das ist eine spannende Sache. Aber begründest du dein Engagement in Wikipedia mit deinem Sozialarbeitshintergrund? Nee, weil ich habe ja in Wikipedia begonnen, wo ich im Informatikstudium war. Also eigentlich ist es, ein Kumpel sagte mir damals, mit einem Informatikstudium, Conny, da gibt es jetzt ein neues Projekt, das musst du dir mal angucken, das ist was für dich. Ich bin auf Ja. die Startseite gegangen, ich habe mir das angeguckt, habe mich dort 5 Minuten aufgehalten, bin wieder weg und dachte, was ist das für eine grottige Seite, was wollen die dort? Und irgendwann, 2, 3 Monate später, habe ich verstanden, was der Sinn ist und habe eben so ein bisschen erforscht. Alleine die Versionshistorie war eigentlich ein sehr, mich sehr fesselndes Teilelement. Und da habe ich gesagt, dort musst du mitmachen. Das ist für die Menschheit was Wichtiges. Und das war 2004 irgendwann. Da war nicht abzusehen, dass Wikipedia groß wird. Und wir haben sofort versucht, auch in Dresden und in anderen Städten Öffentlichkeitsarbeit zu machen, zu sagen, Leute, guckt mal, was es hier gibt. Hier treffen Pro und Contra aufeinander und so weiter. Und von Jahr zu Jahr sind die Teilnehmermengen gestiegen von solchen Veranstaltungen. Also es ist nicht von meinen jetzigen Arbeitsschwerpunkt aus, es ist eher das Verständnis, dass das der Welt was nützt. Womit hast du angefangen? Meine ersten Artikel meinst du? Ja. Meine ersten Hast du Artikel. unter diesem Dings gemacht? Ja, ich habe nie anonym editiert, es sei denn, ich habe mich mal vergessen anzumelden. Und das ist eine gute Und Frage. Oh ja, genau. Entschuldigung. Löschen kannst. Okay, ja, muss ich nicht. Ja, benutzen. ja, genau, gehen wir mal durch. Ist interessant, es gibt eine kleine, von dem Wikipedianer, eine kleine Definition, der sagt, die ersten 100 Edits sagen ganz viel über einen Wikipedianer aus. Ja, natürlich. Also da bist du reingekommen, dort ist das geht mir auch so. Also Benutzer Conny, Ablage, Benutzer Conny, Rothschild, Familie. Hey, Diskussion Schweiz, was machst denn du da? Das ist ja toll. Schau mal rein, mach mal, geh mal auf Unterschied links. Nee, brauchst du nicht. Nee, zurück. Du musst links auf Unterschied klicken, sonst bist du in der aktuellen Diskussion. Dankeschön. Und jetzt sehe ich, da war ein Zumbo. Genau, und ich habe rechts, na gut, das wissen wir jetzt nicht, was der geschrieben hat, aber wir wissen zumindest, dass meine Frage gibt es bezüglich der Tausendertrennung eine einheitliche Lösung oder bleibt die Sache landesabhängig? Okay. Weil ich habe angefangen, am Anfang einfach Tausender, Punkte, Kommas, irgendwelche Sachen zu machen. Theologe, Wolfenschießen, aber da mit den Rothschilds hast du angefangen. Ab plus. Bestimmt nur ein Komma. Schau mal rein. Geh mal auf Unterschied, So bitte. süß, so süß. Geil. Wo ist das Komma? Nee, warte mal. Oder habe ich einen Rechtschreibfehler reingemacht? Familie, Familie. Oberhaupt, Oh, ich habe hier einen Rechtschreibfehler reingemacht. Familien, sehr geil. Oh, Oh. Das ist wie eben das das. jetzt? Also, ja, das finde ich, ja, das ist ein fantastisches Beispiel. Das ist doch genau das, was das Sei mutig auf den Punkt bringt. Probier's, mach's. Vermutlich hast du geübt. Keine Ahnung, Richtig, was. geh mal weiter. Ich will mal wissen, ob ich dann also einfach nächster Versionsunterschied, kannst ja klicken unter meinem Namen. Ah, Würde okay. mich mal interessieren, wie freundlich das Klima war. Nächsten Versionsunterschied. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wieder der Be Bereich geändert wurde. Da Ja, unten. er hat es einfach zurückgeändert. Ohne Und hat irgendwas? ohne zu zucken und hat gleich noch andere Fehler geändert. Jetzt gehen wir hoch, das ist eine IP gewesen, der war noch nicht angemeldet.
Man sagt ja, ein Großteil der Leute haben erstmal als IP gestartet. Ich habe mir gesagt, ich mache mir jetzt einen Account, weil ich von Anfang an nachvollziehen wollte, was hast du gemacht im Projekt? Ja, schön. Ich habe es nicht so gemacht. Ich habe in der Englischen angefangen, immer anonym. Okay. Und dann erst später. Also, ja, aber das haben wir jetzt gesehen. Wollen wir noch was sehen? Ja, ich bin ganz neugierig jetzt. Was habe ich Was ist Wolfenschießen? Was ist Null? Warum Null? Da oben hast du minus 1. Gehen wir dorthin? Wie du magst. Null heißt einfach, was ersetzt, ein Zeichen. Hier tausender Punkte, wie gesagt. Die Punkte, die haben es dir angetan. Punkte. Hier habe ich sie rausgemacht. Jetzt ist die Frage, wann ich dann angefangen habe, die reinzumachen. Hier habe ich einfach die Jahreszahlen gelöscht. Das ist ja richtig trollig, hast du ja angefangen. Eigentlich hätte man mich dafür sperren müssen. Ach so, Gott. Nee, also das ist, was Jimbo Wales sagt. Diese Toxic User, die muss man erkennen und sofort raushauen. Ja, hat er mir ja geschrieben, hast du ja gesehen. Das war ja letzte Woche. Sofort raus. Das ist ein Arschloch. Der kommt rein und hat eine wertvolle Information gelöscht. Sehr, sehr geil. Oh, das ist ja also viel Vandalismus hier, wie ich sehe. Dann ist das mit dem Barter, das haben wir uns schon angeguckt. Besuch, guck mal hier, Besuch Joschka Fischer in Dresden. Weiß ich noch, wie heute, war ich an der Elbe. Wo warst was? Warte mal langsam. Wo warst du? Wo warst du jetzt? Nochmal zurück, ein Stückchen höher. Stückchen höher noch bitte. Besuch Joschka. Juni 2000. Wo ist es jetzt? Ich verrutsche gerade. Juni 2004. Der Artikel Juni 2004. Oh, 604. Boah, jetzt hat er zugeschlagen. Genau. Kannst du mal. Und immer noch nicht verstanden, was eine Enzyklopädie ist. Warum? Erzähl. Naja, ich habe Joschka Fischer in der Stadt gesehen. Und zwar unten an der Elbe in einem kleinen, was ist das dort? Mittagessen. Und er wirkte entspannt und zielstrebig für seine Fahrt durch Dresden. Benötigt er neben 3 Mercedes S-Klasse 2 Motorräder für zügige Verkehrsbewältigung. Erste Schritte. Heute wirst du bestimmt gesperrt dafür. Ja, so der Polizeiwagen für die Eskorte entstanden, dem grünen Bündiger noch ein Fahrzeug der Feuerwehr. Sehr, sehr geil. Wann ging das raus? Hier? Vielleicht hier? Bestimmt wenige Edits danach. Nee. Aber warte mal. Aha, wenn das natürlich im Gesamten rausgegangen... also gut, du gehst anders. Du machst es so zum nächsten Versionsunterschied. Ja. Test. Oh, schön. Test. Ein anonymer Nutzer. Toll. Sofort freundlich begrüßen und sagen, dein Test hat funktioniert. Super. Und jetzt geht's weiter. So schön. Das ist Juni 2004. Ja. Es ist eine Weile drinne geblieben. Absolut. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte wahrscheinlich eben durch meine ersten Änderungen mir erst erarbeitet, auch das fällt mir heute auch noch schwer, was ist relevant, was ist wichtig, was ist unwichtig im Leben als auch in der Wikipedia. Also Jasmin wurde geboren, wurde entfernt. Jö. So, wo geht es jetzt hier zum nächsten? Also wie geht das jetzt? Hä, wo ist das jetzt hier? Wo ist das jetzt nicht mehr? Komisch. Aber als eben fertig ist. Du bist ganz am Ende. Ja, ja. Du bist irgendwie jetzt gesprungen von 2004. Hä? Also gut, ist ja egal. Aber das, also wir sind schon am Thema in einer sehr lockeren Art und Weise, aber das sind ja alles Sachen, die eben wieder gelöscht und wieder reingekommen. So, hier sind wir, 2004. Aber weißt du, das ist ja das Lemma ist ja Juni 2004. Es wurde einfach auch nicht mehr, es wurde am 9. Juni, nach dem 9. Juni 2004 wurde dann eben auch nichts mehr daran gemacht. Oder? Doch, doch. Ah, ja, doch. Definitiv.
Wie, können wir das jetzt rausfinden, wann das wieder rausgelöscht worden ist? Okay, wir machen mal einen Test. Wir probieren nochmal Wikiblame aus. So. Übernimmst du den Bildschirm? Ja, kann man machen. Moment. Also, und ich suche derweil. Okay, so. Ja, ich gehe hier über die Seiteninformationen. Und da habe ich ganz unten Wikiblame. Und wir suchen Fischer. Fischer. Joschka Fischer. Mal gucken, was passiert. Ah, jetzt habe ich nämlich einen zweiten Bildschirm und da kann ich besser arbeiten. Ja, das ist super. Ah, interessant. Okay. 2004. Am 30. Juni XX, okay. Und im Juli, ja, jetzt müssen wir mal präziser werden. Fischer kann nämlich später, wir machen mal Joschka. Also es gab jetzt erstmal ein interessantes Ergebnis, weil wir sehen konnten, wann ein Begriff da war und wann er nicht da war. Aber der Begriff Fischer kann auch später nochmal dann da eingeschrieben worden sein. Ich mache jetzt mal den Joschka. So, also 2007 grün. Jetzt mache ich mir diese Version 10. Juli 2007 mal auf. Jetzt schauen wir erstmal rein, ob es hier drin ist. Ach, das ist ein Versionsunterschied. Aha. Aber das Wort Fischer steht hier nicht. Und das Wort Joschka meine ich. Nee, das steht hier nicht. Okay. Jetzt steht hier XX. Schauen wir mal. Da finden wir nichts dazu. Ich muss jetzt mal die Einträge erstmal durchgehen und verstehen, wie dieses Tool funktioniert. Ich habe es anders in Erinnerung. Also hier steht... Die Versionsgeschichte des Artikels Juni 2004 wurde nach Joschka als einfachem Text durchsucht. 500 Versionen gefunden. Aber ich gehe aber nicht davon aus, dass das 2006 noch drin war. Oder man muss jetzt mal eine der Gesamtversionen hier nehmen. Da mal gucken. Jetzt bin ich Dezember 2006. Da steht Joschka drin. Okay. Und jetzt gehe ich mal noch zurück, 6. September 2006. Es wird zwar der Versionsunterschied angezeigt, aber vielleicht hat das damit gar nichts zu tun. Ich klicke hier oben auf Version 6. September, befinde mich dann in dieser Version von damals und habe hier das Wort Joschka nicht darin. Aha, jetzt ist die Frage, ob der hier Stichproben macht. Das ist auch interessant. X und grün, was ist das denn? So, an der Differenz ist erstmal nicht. Doch, hier wurde Joschka Fischer eingefügt. Aha, also von X zu grün. Schau mal, das jetzt verstehe ich das langsam. Am 6. September wurde Joschka eingefügt. Weil von rot X auf grün 0 das springt, sozusagen vielleicht... Linke Version nein, rechte Version ja. Und das andere sind nur Zwischenversionen, vielleicht, dass man sich dort durchhangelt. Ich gehe mal jetzt weiter in die Vergangenheit. Ist natürlich schwierig. Wir haben jetzt ein nicht so pädagogisch wertvolles Beispiel, weil im Artikel Juni 2004 können ja vielfach das Wort Joschka wieder auftauchen. Und das ist natürlich so. Der Suchbegriff wurde nicht gefunden. Und das ist eigentlich falsch. So, Startdatum. Älteste zuerst mache ich jetzt mal. Ich beginne jetzt mal
am Anfang des Artikels. Ich hoffe, das funktioniert. Und er durchsucht jetzt 500 Versionen. Aha, der zeigt mir immer nur die 500 Versionen an. Das ist der Grund, warum das da so ein bisschen aufgesplittet ist. Also ich habe jetzt gesagt, Artikel ältere zuerst. Und jetzt haben wir hier sozusagen, ach so, neuer, ältere zuerst. Eine ältere Änderung ist für mich eigentlich am Anfang des Artikels. Er zeigt mir, hier wurde Joschka eingefügt, aber er zeigt mir jetzt nicht die ganz alten Sachen von 2004. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sage ich neuere zuerst und beginne 2001. Sozusagen vor Artikelerstellung. Eine Version gefunden. Die Suche wurde etliche Male wieder hochgeholt. Und jetzt suchen wir mal 5000 Versionen durch. Gucken, was er da macht. Ob er an die Knie geht. Nein. Und jetzt ältere zuerst. Das ist nicht sehr zufriedenstellend hier. Also das Durchsuchen der Versionsgeschichte ist nicht ganz einfach, oder? Für mein erstes Gefühl ja. Wir werden jetzt gleich nochmal googeln, ob es noch neuere Tools gibt. Ich habe mich eine Weile in der ersten Zeit, habe ich mich oft mit den Werkzeugen beschäftigt und habe auch, es wurde ja mein Buch über alles über Wikipedia veröffentlicht und dort habe ich auch einen kleinen Abschnitt zu den Helferlein und den Werkzeugen, so meine Sicht als Laie geschrieben, weil mich hat immer interessiert, was gibt es für neue Werkzeuge? Ich habe da eine Sammelliste gehabt, die auch rege genutzt wurde. Ja, ich kann die mal aufrufen, Conny Werkzeuge, aber die ist ungepflegt seit einiger Zeit. Oi, was ist hier mit dem Internet? Also ich denke, wir müssen jetzt noch mal kurz schauen nach einem anderen. Der Flominato hat das hier geschrieben. Okay. Conny Werkzeuge. Die Helferlein, was war das für ein Buch, was? Ja, es gab das Buch Alles über Wikipedia. Ich rufe es mal auf bei mir. Das Buch ist erschienen 2011 und da haben etwa 100 Autoren haben sozusagen mal Einblick gewährt in ihre Themen. Das ist das Cover des Buches, ist bei Hoffmann und Campe erschienen und der Verleger war Wikimedia Deutschland. Okay, stimmt. Und dort dieses Buch ist unter einer freien Lizenz veröffentlicht, deshalb gibt es das auch bei Commons. Und dort gibt es einen Abschnitt über Werkzeuge und Helferlein. Wir gucken mal. Wann war das? Was hast du gesagt? 2011. 11. Ja. So, ich bin jetzt mal im Buch und ich suche mal nach Werkzeug. Skripte und, ah hier, das Werden und Wachsen der Helferlein, Skripte, Bots, Skripte und Werkzeuge. Das war so ein bisschen das Thema, was mich auch immer. Oh, schau mal, da ist der Link kaputt. Genau. Und da habe ich, aha, warum gibt es die Helferlein? Ein paar Grundlagen und auch eben, es wurde eben auch unterstrichen, es gibt ja diese Helferlein, weil das transparent alles bei Wikipedia läuft, weil du eben an die Daten auch rankommst, dann bist du natürlich auch bestrebt, ein Werkzeug zu entwickeln. Mhm. Wenn das alles irgendwie versteckt und nur elitär wäre, würde das nicht funktionieren. Genau, dann sage ich so ein bisschen Unterschied zwischen Skripten und Bots und gehe dann auf einige Sachen ein und nenne ungefähr so, wie sich mit 10 Beispiele. Genau. Aber zurück zum Thema. Ich will bloß mal schauen. Ich habe aufgehört, meine private Liste zu pflegen. Habe ich etwa, 2014 aufgehört, würde ich mal sagen. Und angefangen zu pflegen habe ich die 2004, nehme ich an. Nee, 2006. Hat 2 Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe mit den Werkzeugen. Naja.
So, aber jetzt zurück zum Thema. Wir wollen Search History. Aber du hast übrigens, das fände ich noch schade, dort, da hat es noch einen Link, der ins Leere läuft. Wo? Alles über Wikipedia und die Menschen in der größten Enzyklopädie der Welt. Die Quelle 1 ist tot. Das ist wohl mit der neuen Homepage gekommen von Wikimedia Deutschland. Moment, wir überprüfen das gleich nochmal. Danke für den Hinweis. Die Quelle 1, Moment. Das die Wikipedia. Ja, genau. Das ist traurig. Moment. Ich glaube, die haben eine schöne neue Homepage bekommen. Okay, also zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche jetzt erstmal auf der Seite nach dem Schlagwort, wenn die Seite eine Suchfunktion hat. Pressemitteilung, Wikipedia. Das ist ein super schönes Beispiel. Sie machen nur noch PR. Ja, aber wir hatten ja festgestellt, Stefan, dass das Sachen sind, die man ehrenamtlich nicht so professionell machen kann. Ja, ist ja gut. Also das ist meine Sicht, das ist meine Ansicht. Sozialarbeiter, Sie reden gerne von Empowerment, aber meinen vor allem, ich will einen geilen Job haben. Ja, das gehört dazu. Um gute Leute zu finden, musst du einen geilen Job anbieten. Ja, aber eben, also wenn wir um Empowerment reden, dann geht es halt wieder darum, dass sich die Professionellen überflüssig machen und nicht Jobs sichern. Das ist der ganze, jetzt musst du nicht gleich zur Trollosophie gehen. Wie bitte, was sagst du, was muss man machen? Na, ist doch egal. Ich folge da diesem Account Wikimedia at Work. Die hauen jeden Tag x Stellenausschreibungen raus. Die stellen an wie Wahnsinn. Wikimedia Deutschland? Nee, das ist Global. Foundation. Also, ich finde den Link nicht. Jetzt gucken wir mal, was dort die Quelle... Auch nicht so gut, weil es geht auf diese 100 Autoren. Ich meine, du siehst ja gleich, da es ist ein bisschen, die etwa 100 verschiedene Autoren. Es ist überhaupt nicht, man könnte ihn auch rausschmeißen, weil wir haben ja dann gleich ein bisschen oben Ausgaben, die PDF-Version, die ist ja dann da. Also, ich glaube, die Quelle 1 könntest du löschen sogar. Der Blog ist geblieben und wenn es im Blog steht, auch. Da ist es ja. Dann nehmen wir diesen Link. Also gleich mal eine kleine, wie mache ich das mit den Quellen? Ne? Ja. Also ich habe jetzt erstmal eine Suchanfrage bei der Suchmaschine meines Vertrauens gemacht und jetzt will ich diese Quelle hier benutzen. Und ich benutze das Plugin von Zotero für den Chrome-Browser. Das heißt, der Chrome-Browser gibt mir hier oben über ein kleines Symbol schon den Hinweis, du kannst diese Seite als Quelle verwenden. Das sind eingebettete Metadaten. Das klicke ich an. Durch das Anklicken wird dieses Werk oder diese Quellenangabe in meine Liste, in meine Literaturliste übernommen. So, jetzt melde ich mich bei Zotero mal schnell an. Und jetzt kann ich nämlich aus Zotero heraus eine schöne Wikipedia-Quellenangabe generieren. Wow, ohne da viel tippen zu müssen. Das kenne ich überhaupt nicht. Was ist das? Zotero. Ja. Das ist eine Quellenverwaltung. Online-Quellenverwaltung, die aber in der Lage ist, Webseiten und andere Sachen anzuzapfen. Wow. Und dadurch sparst du dir die Zeit. Warum kenne ich das nicht? Es gibt ja verschiedenste Literaturverwaltungen. So, ich bin jetzt mal in meinem Library drin und jetzt klicke ich diese letzte Quelle mal an. Und da habe ich hier Title, Abstract, Blog Title, Access Date und so weiter und kann hier oben auf Exportieren gehen, Wikipedia. Und jetzt erhalte ich einen Syntax, den ich quasi nehmen kann, um eine Quelle im Internet zu zitieren. Und dann ersetze ich gleich mal hier oben die 1. Gehe ich auf Quelltext bearbeiten. Jetzt will ich gleich mal ein Werkzeug noch nebenbei vorstellen. Also die Werkzeuge, die begleiten mich die ganze Zeit in Wikipedia. Ich habe im Hintergrund ein Werkzeug laufen, was die ganzen Vorlagen im Artikel überprüft.
Und nur durch das Quelltext bearbeiten hat er jetzt zum Beispiel verschiedene Sachen hier geändert. Zum Beispiel, in welcher Reihenfolge in einer Vorlage die Sachen stehen. Das gibt es bestimmte Vorgaben. Und dieses Werkzeug, das hat in anderen Wikipedianer geschrieben, den ich sehr danke dafür, der tut automatisch solche Korrekturen vornehmen, dass das alles einheitlich wird. Sehr toll. Übrigens, der Ablauf, den wir jetzt machen, ist gar nicht so gut, weil es gibt eine, ich habe das neulich nämlich mal nachgelesen, einen Ablauf, wenn eine Quelle veraltet ist, gibt es eine spezielle Vorlage. Und über diese Vorlage wirst du automatisch auf die entsprechende Seite im Internetarchiv verwiesen. Das heißt, später kann ein Bot das abarbeiten und diese Quelle umformen. Deshalb lasse ich die kaputte Quelle jetzt mal drin, mache meine neue Quelle dahinter. Das ist ja gut. Und soll ich das andere auch nochmal zeigen? Ja, das wäre lustig. Also ich muss jetzt hier in der Zusammenfassung zwei Sachen schreiben. Ich habe eine Quelle eingefügt und ich habe die Form des Artikels geändert. Das heißt, hier wurde aus Zugriff Abruf gemacht und es wurde hier die Reihenfolge in dieser Quellenangabe automatisch ohne mein Wirken verändert. bloß mal als Kommentierung, es gibt hier unten nur Kleinigkeiten wurden verändert. Das macht jeder Autor, wie er das möchte. Manche machen es nach Textmenge und sagen, oh, ich habe jetzt hier viel Text eingefügt, das ist eine große Änderung oder das ist eine kleine Änderung. Ich mache das so, wenn ich eine gewisse Zeit gebraucht habe, um etwas zu recherchieren oder zu prüfen, dann ist das für mich eine größere Änderung. Also ich gehe hier nach Zeitaufwand. Das kann aber jeder machen, wie er möchte. So, jetzt speichere ich das ab. Und jetzt schaue ich mal nach. Er hat erst meine zweite Quelle gemacht. Jetzt überprüfe ich. Oh, URL und Titel müssen vorhanden sein. Jetzt habe ich die Vorschau nicht verwendet und sozusagen eine Änderung gemacht, die gar nicht toll ist. So, wir gehen mal ins Siteweb. Und zwar diese Vorlage Siteweb ist aus der englischsprachigen Wikipedia übernommen. Teilweise werden diese Vorlagen einfach bei uns mitgenutzt. Also hat mal jemand importiert, aber die sind nicht immer komplett funktionsfähig und wir hatten jetzt die Fehlermeldung, die ich beheben muss. URL und Title müssen vorhanden sein. Jetzt gucken wir mal. Title habe ich, aber URL fehlt. Ja, alles über Wikipedia, Wikimedia Blog. Das ist eigentlich, warum dort der nicht kommt, ist natürlich verrückt. Blog. Das war eben, eigentlich ist er doch dort gestanden, oder? Naja, er steht in Sotero, stand da drin, aber er hat es nicht übernommen. Das heißt, ich müsste jetzt Sotero kontaktieren und sagen, Leute, bei der Exportfunktion für den Siteweb-Baustein für die Wikipedia wird die URL nicht übernommen. Und die würden das dann fixen. Das ist dieses Bug-Melden und dieses Fehlermelden ist eigentlich so den Wikipedianern der ersten Stunde ans Herz gewachsen, weil dadurch hat sich Wikipedia entwickelt. Du hast einen Fehler gefunden, du hast geguckt, oh, wo muss ich denn das melden? Genau. Es gab keinen Fabricator, es gab kein Ticketsystem und nichts und du musstest die entsprechende Stelle finden und sagen, Leute, hier klappt irgendwas nicht oder du hast es selber gefixt. Genau, und das geht alles nicht in den Zähler rein, ob du ein fleißiger Wikipedianer bist oder nicht. Richtig, aber naja, ja, das stimmt. Ja. So, jetzt sieht's gut aus. Alles über Wikipedia in Wikimedia Deutschland Blog, 16. September 2011. Jetzt fehlt aber noch das Abrufdatum. Das Abrufdatum ist wichtig, weil, wenn dieser Link ungültig wird, kann man schneller nachvollziehen, wo im Internetarchiv die richtige Angabe nochmal steht. Das zeige ich aber gleich. 11.23. Jetzt haben wir das Löschen sogar auf extern erweitert. Eine externe Quelle wurde gelöscht und wir versuchen das jetzt gleich zu reparieren. Spannend. Ja. Oh, Access ist falsch. Jetzt muss ich mal in die Vorlage gucken. Da gibt es eine Beschreibung und da steht Access Date muss ich nehmen, nicht Access. So hangelt man sich durch die verschiedenen Begrifflichkeiten und die Vorlagen sind sehr individuell. Das liegt immer am Autor. Es wird natürlich versucht zu vereinheitlichen, aber in der Wikipedia Access Date klappt nicht. Warum?
Access Date. Könntest du jetzt nicht irgendwo eine Quelle suchen, wo es funktioniert und dort. Richtig, ich habe jetzt hier schon in horizontales Layout ein Beispiel, aber entweder habe ich mich jetzt. Moment mal. Ah, Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe es außerhalb des Oh ja, Bausteins eingefügt. natürlich. Das ist Die mein beschweiften Fehler. Klammern. Ja. No risk, no fun. Ich denke, es klappt jetzt. Man hätte jetzt nochmal die Vorschau nehmen können, aber da, es funktioniert. Ja, Gut. Jetzt sehr gut. darf ich das noch zeigen, wenn ein Oh Link veraltet ist, eine Quelle? ja, das ist super. Da gucke ich mal nach. Das habe ich nämlich vor kurzem gemacht. Und da gucke ich mal nach, wann ich das gemacht habe. Du gehst jetzt in deine Versionsgeschichte von dem, Ich was bin du. jetzt in meine Beiträge gegangen, Ja, richtig? Ich muss mal einen genau. Schluck trinken. Moment. Oh nein, hoffentlich habe ich das gut dokumentiert, dass ich das jetzt hier finde. Quelle formatiert, Quelle formatiert. Ja, je besser man seine eigene Arbeit dokumentiert, desto schneller findet man das. Ist das ein Feedlog hier aus deiner Sicht? Nein, Feedlog nenne ich diese synchronen, das, was wir jetzt miteinander machen, ein synchrones Treffen, um über Themen zu sprechen, die aus den Sprints gekommen sind. Okay, verstanden. Ich finde es nicht. Ich muss es jetzt manuell machen. Wikipedia Source 404. Toter Link. Links auf diese Seite. Ich suche im Namenraum Wikipedia. Oh Gott, das ist geil. Und ich erhalte viel und zu viel wahrscheinlich. Meinungsbilder, Kurier, Löschkandidaten, Weblinks, hier ist es drin. So, und zwar Aufräumen, Wartung, defekte Weblinks. Hui! Hey, super. Legst du So. mir den Link in den Chat? Ja, in welchem Chat? Ich nehme mal Ja, den den hier. gleich hier neben dem Bildschirm. Dann kopiere ich den Oh, das Link. war jetzt der falsche. Super. So. Und zwar markiert, jetzt wird es spannend, das ist interessant. Jetzt muss ich mich genau einlesen. Defekter Weblink, Markierung im Artikel. Du kannst einen externen Link auch direkt im Artikel als nicht mehr erreichbar kennzeichnen. Das geschieht über die Verwendung der Vorlage toter Link. Warte So. mal, ich muss wieder kommen. Toter Link, Access Also, Date. kann es eine externe Artikel? Aber Ebenso kann. machen das eigentlich nicht die Bots? Nein, ich muss ja erstmal. Doch, es gibt auch Bots, die das machen, stimmt. Aber du siehst ja, es steht dort drin. Und das ist, der Bot ist langsamer als ich. Entschuldigung. Oder langsamer als du. Du hast ja den Fehler gefunden. Ebenso kann man die Internetquellvorlage benutzen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob hier eine Vorlage benutzt wurde. Ich springe hoch. Übrigens gibt es auch eine Möglichkeit, nur den ersten Bereich eines Artikels, die Einleitung, zu editieren. Da kann man sich einen Reiter einblenden. Ich weiß gerade nicht, wie es geht. So, und zwar Internetquelle wurde verwendet. Das heißt, wir können es über Internetquelle machen und können sagen, offline ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann war mit diesem, dass da automatisch ich dort, ich sage offline ja, in den Baustein der Wikimedia-Seite. Link ist offline. Vorschau. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich springe zu Quelle 1.
Wikipedia-Buch nicht mehr verfügbar. Und jetzt, ehemals im Original, jetzt geht's los. Bumm. Jetzt gucken wir erstmal. Jetzt sucht er diese URL mit einem Giftbot-Tool. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Giftbot hier raushaut. Jetzt hat er erstmal in der Wikipedia geguckt, ob an anderen Stellen dieser Link noch verwendet wird. Vermute ich, ich bin mir nicht sicher, man kann dafür auch die Weblinksuche verwenden. Das kann ich Leuten nur ans Herz lesen, die in der Wikipedia dafür sorgen, dass zum Beispiel Werbelinks ausgeblendet werden. Es gibt die Spezialseite Weblinksuche und da kann ich die gesamte Wikipedia nach externen Seiten durchsuchen, die möglicherweise Spam aufweisen. Und da sehen wir jetzt, wie der Giftbot das auch gesagt hat, wikimedia.de/Wikipedia-Buch ist nur einmal drin. Jetzt gucken wir mal, wie oft Google als Quelle genommen wird, was ja eigentlich Quark ist. Ne? Suche. So, ja gut, das sind jetzt alles Diskussionsseiten. Jetzt müsste ich hier einschränken können nach Namensraum. Das sind jetzt alles Diskussionsseiten und Benutzerseiten. Da ist es in Ordnung, aber es dürfte nicht in einem Artikel auf Google verlinkt werden. Verstehst du? Aber hier steht schon da, dass aus Performancegründen auch der Giftbot genommen werden kann. Aber zurück zum Thema. Der Giftbot hat mir jetzt ausgespuckt, es gibt nur einmal. Und jetzt geht's weiter. Seite nicht mehr aufrufbar. Jetzt nutze ich die Vorlage, generiert mir automatisch eine Suche in der Geschichte, naja, die Wayback-Maschine vom Internetarchiv, dachte ich eigentlich. Jetzt schauen wir mal, jetzt ist hier was anderes. Time Travel Memento Web. Und jetzt gucken wir mal. Internetarchiv verweist vor 1 Jahr und 43 Tagen. So geil. Schwupp. Und jetzt haben wir wieder Zugriff auf unsere Quelle. Und dafür gibt es wieder einen speziellen Baustein, dass ich sozusagen Webarchiv-Einträge als Quellen nutzen kann. So, das dauert jetzt ein bisschen lange. Man muss sich vorstellen, die haben einen sehr, motivierten Ansatz dort. Die wollen nämlich einen Großteil des Internets versuchen zu spiegeln. Oh nein, die wurde hier neu angelegt und da war noch kein Text drin. Aber es gibt noch spätere Captchas. Und wir gucken mal. Wir sind sozusagen, jetzt sind wir am 13. Februar 11 und wir springen jetzt mal auf das letzte Capture. Halt. Macht er was? Ja, er macht was. Und jetzt kann ich sozusagen mehrere alte Versionen auf der Wikimedia-Seite aufrufen. Das ist auch das Thema Löschen. Und zwar haben sich die Wikipedianer und andere Stellen im Internet eben auch damit beschäftigt, was passiert, wenn im Internet was gelöscht wird. Wie gehen wir damit um? Für uns sind das ja Quellen. Klar. Oh, hier haben wir wieder die 100 Autoren. Und wir sind auf der alten Seite und diese Seite könnte man jetzt nehmen. Hier gibt es so ein paar Bilder. Mal gucken, in Dresden wurde das Buch auch vorgestellt. Das finde ich ja toll, dass die hier drin sind. Das ist in Dresden. 2011. Müsste man jetzt eigentlich nicht ins Archiv gehen, ins Internetarchiv, sondern das ist auf Commons immer noch drauf. Da gab es an verschiedenen Orten, wurde das Buch vorgestellt. Auch auf dem blauen Sofa. Oh. Buchmesse, ne? Ja, Leipzig. Genau. Okay, ja, hier. Mal gucken, ob hier noch was kommt. Ansonsten ist das nicht so wichtig. Das dauert. Bilder aus dem Internetarchiv vorhin dauert ganz lange, aber das Bild ist ja noch da. Das ist diese Dauerhaftigkeit, die Wikimedia-Projekte eben vorweisen. Und hier wurde das Buch sozusagen präsentiert damals. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Da waren sogar mehrere Autoren da. Wir waren 3, 4 Leute und haben da sozusagen über unsere Artikel in dem Buch berichtet. Super. Es ist natürlich kontraintuitiv, ein Buch zu machen, aber ein schönes Foto von dir. Okay. Okay, jetzt wäre der letzte Schritt.
Super. Jetzt wäre der letzte Schritt, dass wir diesen Link als Quelle nutzen müssen. Jetzt muss ich mal gucken. Wir lesen noch mal hier schnell nach. URL Deadlink-Example. Wartungskategorie Weblink offline. Schauen wir mal. Nee, das ist es nicht. Ich brauche jetzt noch mal einen Hinweis. Defekten externen Link aus Artikel entfernen. Wie kann ich den jetzt ersetzen? Wir lassen es erstmal, es dauert jetzt zu lange. Der Leser hat ja jetzt die Chance, hier Webarchiv anzuklicken. Er schafft es ja jetzt, ne? Und wir haben jetzt sozusagen schon zwei Änderungen in der Wikipedia wieder in unserer Zeit hier gemacht, ne? Wir haben eine neue Quelle gesucht und wir haben eine alte Quelle repariert. Toll. Also noch einmal, können wir das noch einmal, also das müsste ich mir jetzt in Slow Motion noch mal alles anschauen, aber Soll ich es nochmal, soll ich es noch mal erklären in fünf Vielleicht Sätzen? können wir ja einfach die super dumm User-Variante durchgehen. Ich surfe auf Wikipedia und ich sehe, ein Link schießt ins Leere. Was würdest du mir jetzt, also eben, was ich jetzt ja vorher gehabt habe, dieses 1, was würdest du mir empfehlen? Also ich soll es melden, oder? Das ist doch gut, wenn ich es melde, oder nicht? Ja, jetzt ist natürlich wichtig, was hast du für einen Kenntnisstand? Dumm. Dann, Dumm. also wenn ich jetzt feststellen würde, ich bin ein gemeiner Wikipedia-Leser, also ein Ja. normaler Wikipedia-Leser, ich klicke hier auf die 1, ich sage, ach, jetzt gucke ich mir mal die Quelle hier an, oh, Seite wurde nicht gefunden. Ich würde zurückgehen, würde ganz hochgehen, auf Diskussion klicken. Ja, sehr gut. Ich würde auf Abschnitt einfügen klicken und ich würde sagen, Quelle nicht verfügbar. Quelle eins. Liebe Menschen, Komma, zu meinem Bedauern Ja, und so genau. weiter. Am Ende nicht vergessen, vier Tilden zu machen. Die vier Ja. Tilden dienen einer Signatur. Da wird ein Zeitstempel gesetzt und man kann auch schneller nachvollziehen, was du gemacht hast. Und dann Jetzt aber gehst noch du auf. genau sagen, Quelle eins, Quelle eins. Weil sonst Ja, muss. auch ist auch, die werden neu durchnummeriert, wenn man oben wieder eine einfügt. Man müsste eigentlich die URL hierher kopieren, ne? Also Aha. die Quelle www.test.de Ja, ist zu gut. meinem Bedauern nicht verfügbar. Bitte die Vorschau benutzen. Dann sieht man auch noch mal, was das wird. Aha, okay. Und dann kann ich mit Änderungen veröffentlichen, sofort den Leuten einen Hinweis geben. Was denkst du, wie viele Leute diesen Artikel beobachten? Was schätzt du? Puh, das ist nicht mehr sehr aktuell, nehme ich mal an. 52 Menschen beobachten diesen Artikel. Und, Ah, oh, es gibt eine beobachten. neue Zahl, das ist ja genial. Anzahl der Beobachter, welche die letzten Bearbeitungen besucht haben, das ist ja mal genial. Das ist eine Neuerung. Und zwar kannst du jetzt sehen, diese 52 Leute, die die Beobachtungsliste mit dem Artikel hier gefüllt haben, also die den beobachten, wenn die nicht mehr aktiv sind, nützt mir das nicht. Nichts, aber es gibt noch 18 Leute, die hier aktiv nachschauen, wenn wir was ändern, auch unsere Änderungen jetzt wieder anschauen. Das ist toll. Super, ja. Eine wichtige Kennzahl, hier könnte man mal eine Statistik, einen Faktor machen, das würde wieder was über die aktive Autorenschaft aussagen, weil das ist ja im Moment auch das Thema, ne? Ja, Seitenaufrufe 3 pro Tag, also die Seite wird schon gelesen, ne? Wir haben jetzt gute Arbeit geleistet. mach mal einen Reload. Ich mache mal einen Shift-Reload mit S, mit Shift und Reload-Taste drücken. Da wird sozusagen der Cache geleert. Das hat man letztes Mal. Ja, das wird jetzt nicht Echtzeit sein. Nein, weil jetzt müssten es 53 sein. Das hast du jetzt auf Spezialseiten, nein, das hast du jetzt auf Die Seiteninformationen auf der linken Seite. Seiteninformationen, genau. Die Seiteninformationen haben wir hier unten, tschabum, 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 bei den Werkzeugen. Hier. So. Gut, aber wir sind total abgeschweift. Wir suchen ein Nein! Werkzeug, um die Webhist. Nein, das ist es Ja. nicht. Aber warum hast du jetzt diese Arbeit, die du gemacht hast, nicht belassen? Hab ich. Hast du? Okay. Ja. Ah.
Dann habe ich es falsch. Wie kommst du? Ich habe gemeint, du hättest da was gelöscht. Und dann bist du kannst ja nee, also, nee, ist ja gut, also gut. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Wir können ja einfach nochmal schauen. Na, jetzt sind noch beide Quellen drin, das macht ja keinen Sinn, oder? Doch, je mehr Quellen, desto besser. Ja, aber warum nimmst du die Tote nicht raus? Die ist nicht tot, weil ich habe die Vorlage ersetzt durch ein Such im Internetarchiv. Man kommt auf die originale Quelle. Aha, so, ja genau, das war eigentlich der Dings. Das ist ein Mehrwert, finde ich. Weil man auch Evolution sieht, was ist im Blog passiert, was ist auf der Webseite passiert. Ich finde es jetzt, man kann es jetzt kritisch sehen und sagen, ja, der Blog bietet ja das alles an, warum braucht man die andere Seite noch? Ja, aber es ist auch ein interessanter Hinweis mal an Wikimedia Deutschland. Die sind für mich eigentlich der Vorbildverein. Und wenn die es nicht schaffen, ein paar Links auf ihrer Webseite mal 10 Jahre statisch zu halten, dann bin ich stark enttäuscht. Also es kann nicht sein, dass bei wikimedia.de ein Link nicht mehr funktioniert. Das ist ein Unding. Aber gut, das ist meine private Meinung. Und ich äußere mich nicht. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Sie sind einfach völlig anders fokussiert. Also gut. Mein Hinweis oder mein Gedanke dazu, wer das ändern möchte, kann in den Verein eintreten, hat sein Stimmrecht, kann dort Initiativen machen und Abstimmung durchführen lassen und dann verändert sich die Arbeit von Wikimedia Deutschland. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, was der Verein leistet. Und soll einfach keine falschen Fragen stellen, weil sonst wird schwierig. Nee, du musst das anders sagen. Du darfst keine falschen Fragen stellen. Fies. Das stimmt, das ist fies. Jetzt habe ich dich. Ja, ich finde ja auch. Stefan, diese Sache wird oft gerollt, aber nicht heute. So. Jetzt. Wiki Blame. Ah, guck mal. Another useful tool is special export page, which use produce an XML file of all old versions. Oh. Das ist cool. Seit 164 Tagen lassen Sie mich so hängen. Du bist doch produktiver denn je. Das stimmt nicht. Aber ich finde es nicht fair. Ja. Es ist nicht fair. Es ist nicht fair. Wenn du möchtest, können wir diese Sache zeitnah angehen und das alles auf Herz und Nieren prüfen. Aber es kann dabei rauskommen, dass die Leute, die dich gesperrt haben, Recht haben. Ja, die haben nie mehr Recht, die sind ja mächtiger. Es kann aber auch rauskommen, dass eine Fehlentscheidung passiert ist und dort tendiere ich hin. Das ist ja bestätigt. Ach komm. Wie bitte? Nein, jetzt so fangen wir nicht wieder an. Wenn in einem Verfahren unfaire Sachen sind, dann ist der Angeklagte zu schützen. Und nicht die Mächtigen zu schützen. Wenn wir die Mächtigen schützen, dann kannst du aufhören. Das braucht ja niemand. Niemand soll geschützt werden, aber wir müssen verhindern, dass Leute Schaden nehmen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir rollen das ganze Ding jetzt auf, dann kocht das in dir wieder hoch und am Ende kommt raus, ja, der Seidel war unhöflich und der Seidel hat ein Vokabular. Ja, die Frage ist, hat der Argumente gehabt? Und nicht Unhöflichkeit. Es geht nicht um Höflichkeit. Es geht um Argumente. Und die hatte ich und die habe ich und die haben sie mir die ganze Zeit bestätigt. Und das Verfahren war nicht sauber und das ist unfair. Und das ja. Steckt an. Ich habe im Moment Projekte am Laufen mit der Stadt Zürich, wo es attraktiv wäre, zum mit reinzugehen. Und die Kollegen hier getrauen sich nicht mehr, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich ansteckend bin, weil ich so gebannt werde. Das ist nicht okay. Und das ist genau die Atmosphäre, die so blankes Gift ist. Ne? Lass uns doch mit dem Hintergrund bitte auf der meinetwegen Wikipedia-Administratoren den Fall nochmal schildern.
Das und ist doch gerade passiert. Dann kommen drei Einträge und dann geht der ganze Shitstorm wieder los. Alles, der Shitstorm immer unter dem Dings, geh von guten Absichten aus und keine persönlichen Angriffe. Und ich habe ja das letzte Mal, das ist ja gleich nach der Wikicom passiert, haben sie ja gefragt, können wir es nochmal angehen? Und dann kommt gleich ein Shitstorm. Ne? Aber jetzt hast du handfeste Sachen, du willst ja wirklich Content herstellen. Content Ach, das für den Leser. Ich schon lange. Das habe ich ja dokumentiert. Das ist ja alles klar. Das haben wir ja mit Lantus monatelang gemacht. Aber du weißt doch, was die Frage der Wikipedianer ist. Wie viele Artikel hast du geschrieben? Wie viel Text hast du beigetragen? Wie viele Wikidata-Sachen hast du geändert? Das fragen die. Ja, ist doch Quatsch. Nee. Seit 2005 mit dabei. Und so geht man nicht mit Menschen um. Und es geht auch gar nicht um mich. Es geht darum, dass ich Fehler auch gemacht habe. Das habe ich ja tausendmal gesagt. Aber es geht darum, dass die Administratoren Shitstorms über mich zulassen. Das ist nicht okay. Es ist nicht okay. Richtig. Das hätten sie schon lange machen können, sie hätten mich schon lange freischalten können. Jeder könnte das, jeder Admin könnte das mit einem Klick machen und es getrauen sie sich nicht mehr. Und du musst es begründen. Ja, natürlich ist es doch gar nicht schwer. Wir haben ja tonnenweise Unterlagen, wo andere Admins gesagt haben, natürlich hat er Argument, natürlich hat er eine Frage gestellt, natürlich hat er eine schwierige Frage gestellt, natürlich hat er die falsche Frage gestellt. Es ist doch alles da. Und dann sind die gleichen Leute, gehen dann raus und machen Werbung für Inklusion und all diesen Scheiß. Ne? Und dabei schießen sie einfach nur rum und machen alles weg, was ihnen nicht in den Kram passt. Das ist nicht okay. Und dann hocke ich nachher wieder bei Wikihausen, oder? Und verteidige wieder Wikipedia. Es ist einfach bescheuert, ne? Dann bekomme ich wieder einen Shitstorm von den Wikihausen-Leuten, weil ich mich für Wikipedia einsetze und sage, der Umgang mit Dissens ist die Stärke von Wikipedia. Ja, dann habe ich wieder einen Shitstorm dort und du. Ich bewundere, dass du bei der Wahrheit bleibst und bei den Sachen bleibst und dich nicht verleiten lässt. Das bewundere ich. Das heißt, dass du den Arsch in der Hose hast und eben Vorteile von Wikipedia nennst und nicht sagst, die haben mich gesperrt, die bösen. Ich finde, das ist wahre Stärke. Je länger du das aushältst, umso mehr Ansehen gewinnst du eigentlich. Und eines Tages... Aber es ist nicht fair. Die ganze richtig. Macke, die Obermacke, die an der Wikicon, alle zwischen Wikimedia Deutschland und der Macker-Szene von Wikipedia, die hocken ja alle auf einer Bühne und geben sich gegenseitig Eulen hin und her. Es hätte ja nur einer davon den Arsch nehmen müssen und zu sagen, hey, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht. Er hat Fehler gemacht, wir haben Fehler gemacht, schwamm drüber, lass uns dieses Wikipedia oder dieses Wikidienstag laufen, lass uns schauen, was er macht mit der Stadt Zürich über dieses Albisrieden, diese Connex zwischen Wikidata. Einfach, wir wollen jetzt dann mitkommen mit How-To-Manuals. Also wie mache ich das? Wie mache ich ein Foto, lade es hoch bei Comments, mache Kategorisierung, bringe es bei Wikidata ein, pflege es ein. Jetzt haben wir gerade gestern daran gearbeitet, an einem Plugin für WordPress, dass ich innerhalb von WordPress dann auf Wikidata zugreife. Alles Zeug, hey, es ist am Laufen und mich behindert es massiv, dass ich keinen Zugriff habe, also dass ich nicht editieren darf innerhalb von Wikipedia. Das darf ist unterirdisch. Okay, verstanden. Darf ich dir einen Vorschlag machen als Telefonberatung? Oh. Ja. Ja oder nein? Ja, bitte. Also, ich mache dir einen Vorschlag. Komm, Conny. Ich rate dir wirklich, mach nichts in dieser Sache. Es ist hochtoxisch. Und sie haben mich so abgestempelt. Es kann nur gegen dich gehen. Weil du dann sagst, du redest mit dem, ich glaube, das habe ich gelernt, das heißt, glaube ich, Kontaktschuld. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Was heißt Kontaktschuld? Da wurden so Wörter genannt. So DDR-Slang, kenne ich gar nicht. Pass auf, ein Vorschlag. Und wir können diesen Vorschlag vorher abprüfen lassen und ich kann auch selber diesen Vorschlag abprüfen lassen. Ich habe den Vorschlag, dass du
für das Projekt mit der Stadt Zürich einen Account anlegst und dieser Account identifiziert sich als Projektaccount für dieses Projekt. Und an diesem Projektaccount nehmen mehrere Personen teil. Leute aus der Stadt Zürich. Ich will als SMS, zwei SMS ganz normal wieder zurück. Ich habe auf der Diskussionsseite. Lass mich mal zu Ende ausführen. Ich will keine Ausnahmen. Ich bin ein ganz normaler User. Lass mich zu Ende ausführen. Ich verstehe deine Kritik. So, und dieser Projektaccount leistet meinetwegen ein halbes Jahr lang. Du musst Vorschusslorbeeren erarbeiten. Was soll denn das? Wo sind denn all diese Administratoren, die mir die ganze Zeit den Knüppel über den Kopf gehauen haben, vor aller Leute, wo selbst Freunde weggehen mussten, weil sie Angst bekommen haben, dass jetzt, wenn sie noch zu mir halten, auch noch gebannt werden. Wo sind denn diese Admins? Wo müssen denn die nicht? Das sind doch, so hast du vorher reagiert mit Wikimedia Deutschland. Das sind die Vorbilder. Das sind aber Admins, die Shitstorm über mich machen und psychiatrische Gutachten rausgeben. Das ist doch Blödsinn. Ich zeige doch mit meiner Arbeit bei Wikidienstag, wie ich mich verhalte und woran ich arbeite. Nein, Conny, das bringt alles so nichts. Mein Vorschlag wäre, dass dieser Projektaccount Content liefert und man sagt, schaut hier, SMS to SMS ist willig, Content zu liefern, will Wikipedia bereichern, neben deiner Quatsch, Arbeit als sonstig gemacht. Ich hab's ist ja nur mein Vorschlag. Und dann würde ich sagen, schaut mal, ein halbes Jahr ist Content geflossen, lasst uns dem SMS to SMS eine Chance geben. Er möchte vielleicht... Nein! Er möchte... Oh, Conny. Dann weiter. Conny. War nur ein Vorschlag. Conny, ich bin nicht hintendrein. Ich habe mich tausendmal mehr culpa gemacht. Ist nur mein Vorschlag. Geh die anderen Dinge. Das letzte Mal, da haben sich Admins hier aus der Schweiz, profilierteste Leute, haben sich für mich eingesetzt und sie wurden abgewatscht von anderen Admins. Und sie melden sich nicht mehr aus Gründen, weil sie nicht in diesen Sog kommen. Das ist wirklich, so macht man toxische Leute. Und dann macht man Meidung, das ist 500-jährige Tradition, oder? Ausstoßen, absondern, Meidung. Das ist übel. Da bin nicht ich hintendrein. Das sind einige Admins und einige der ganz, ganz fetten, wichtigen Admins wären da in der Pflicht zu sagen, Leute, es war nicht okay. Es war okay, geht nicht okay. Dir jetzt darum, dass du wieder entsperrt wirst und beitragst SMS zu SMS oder geht's dir darum, diese Sache jetzt weiter nachzuvollziehen und herauszufinden, wer ungerecht gehandelt hat. Ah, das ist durchgenuckelt, da gibt's tonnenweise Live-Videos drüber mit Lantus und alles. Nee, dann lassen wir das. Ich habe meinen Vorschlag geäußert. Ich glaube einfach, ich bin kein Einzelfall. Und so geht man mit engagierten Leuten aus. Es sind einfach nicht viele so blöd wie ich und halten das durch und gehen weiter und wollen. Die sind einfach abgehauen. Die haben einfach, so bekomme ich auch die E-Mails. Was machst du mit diesen Typen noch? Ich würde dich darum bitten, wenn du von mehr Leuten erfährst, die ebenso dieses Schicksal erfahren wie du, dass du sie alle zur Wikipedia-Telefonberatung schickst oder an mich privat schickst. Wir sammeln diese Leute und wir beschäftigen uns damit. Ich habe deinen Fall im Detail noch nicht beleuchtet, weil das mir viel zu viel Content ist. Ich weiß aber, dass du dich mit Wikipedia aktiv beschäftigst und dort Sachen bewegen willst. Nicht erst seit gestern. Richtig. Und deshalb telefoniere ich jetzt auch mit dir. Deshalb bin ich bei dir. Und deshalb interessiert mich auch die Toxik, die angeblich dann jetzt zu mir auch schwappt. Das interessiert mich nicht, weil ich bin der Wahrheit verpflichtet. Also wenn du Leute findest, die das auch betrifft, bitte gib ihnen die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen und dann können wir das analysieren. Conny, warum? Weil ich ihnen helfen möchte. Aber
Conny, warum bin eigentlich ich in der Rückenlage? Da. Du bist in. Du, ja, weil du schon meinen Vorschlag hier komplett wegcancelst und sagst, ach, das ist ein konstruktiver Vorschlag und ich garantiere dir, dass der zum Erfolg führt, wenn du das gut machst. Das haben mir die anderen natürlich auch so gesagt. Ich wurde ja rund um diese Wikicon 19 super begleitet. Das war ja, es ist ja wirklich peinlich, als wäre ich ein Kleinkind. Das ist unglaublich. Also warum, also auch das, warum geht es eigentlich nicht umgekehrt? Warum fragt man nicht, warum schaut man nicht nur bei all diesen Administratoren nach, die bei mir psychiatrische Gutachten ausgestellt haben und die Vermeidung von persönlichen Angriffen? Richtig, deshalb machen wir das nicht, weil wir keine persönlichen weiteren Angriffe machen wollen, weil wir Content produzieren wollen. Und deshalb greifen wir uns jetzt niemanden weiteres an. Aber bei mir ist es so. Ich muss mich so verhalten, aber bei den Admins gilt das nicht. Dafür entschuldige ich mich, dass es dir jetzt so ergeht. Ich versuche dir zu helfen. Verstehst du, ich glaube, es müsste, oh schau mal, da kommt schon der. Das wäre so eine Figur, oder? Achim, wir hatten super, super gute Gespräche. Das wäre so einfach, wenn ein Achim kommen würde und sagen, hey, lasst uns das beilegen. Das kommt nirgends gut an. Es ist für Achim alle, Raschka. Ja, natürlich. Es ist für alle eine Lose-Lose-Situation. Das ist nicht gut. Es wäre so gut zu sagen, Leute, kommt zurück. Es lohnt sich, der Telefonberatung anzurufen. So, wir haben ja gesehen, es gibt schwierige Accounts, wo eben, so wie du angefangen hast, wertvolle Jahreszahlen rauslöschen oder so, da muss man vielleicht dann mal mit dem User reden und sagen, hey, warte mal, sei nicht so überfleißig mit Löschen, geh mal, arbeite mal mit der Diskussionsseite oder so, weißt du, was ich meine? Das ist ja okay. Aber ganz grundsätzlich müssen wir wieder da zurückkommen, zu sagen, die Admins sind in der Pflicht, vorbildlich zu reagieren. Und bei mir, das ist alles dokumentiert, sie wissen alles, Achim weiß das alles, das muss man nicht noch einmal machen. Man muss nur sagen, wir haben tonnenweise Fehler gemacht. Dieses ZDF Wikipedia von Leonard Dobisch, das ist einfach ein heißes Eisen und das hat Wikimedia Deutschland genervt. So, und das ist denen in den falschen Hals gekommen und dann konnte man sagen, er war unanständig. Aber die Frage war berechtigt, deshalb habe ich das immer wieder hier. Das ist ein Top-Insider, ich habe ihn bis jetzt nicht geoutet. Es ist alles klar, Sie könnten nur sagen, okay, deine Frage war berechtigt, tut uns leid, dass wir überreagiert haben, mach wieder mit. Es wäre super einfach, ich bin nicht in der Rücklage. Du ziehst eine Verbindung zwischen Wikimedia Deutschland und der Community, die es in Teilen vielleicht gibt, aber so stark, wie du es vermutest, ist sie nicht da. Lies diesen Teil. Das ist von einem Top-Insider geschrieben. Er bestätigt genau das. Also ich lese mir das jetzt durch. Moment, ich gehe mal in meinen zweiten Screen. Warum machen wir das jedes Mal wieder? Also, ja, weil uns das noch beschäftigt. Mich ja genauso wie dich. Als Hauptgrund für die Sperre werden Verschwörungstheorien unterstellt. Es lohnt sich, für diese Wikipedia zu kämpfen. Weil wenn irgendein Schreibsystem die Fähigkeit hat, mit Konflikten umzugehen, agree to disagree, radikal zu leben, dann ist es die Wikipedia. Und der Zustand der deutschsprachigen Wikipedia, schwierigst. Und das wären Beispiele, wo wir es wieder lernen können, wieder fragen können, wie können wir dieses Dreieck durchstehen? Selbst wenn so ein Arschloch kommt, wieder SMS, zwei SMS, zu fragen, hat der Argumente? Lass uns dorthin gehen und lass uns hier nicht auf dieser Ebene uns die Köpfe einhauen. Also das mit den verifizierten Konten, das hat man schon mal durchgequatscht, das finde ich jetzt nicht kritisch. Mit den verifizierten Konten, das hatten wir schon mal angesprochen, das finde ich jetzt nicht kritisch, im Gegenteil finde ich gut. Weil auch das rate ich meinen Anrufern. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass mit der Begründung der Sperre gegen
unter dem Vorwand, ich würde Verschwörungstheorien vertreten, die dringend notwendige Diskussion über die Nähe des deutschen Wikimedia-Chapters zum öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem. Oh, Moment, du nimmst mir den Text. Ah, Entschuldigung, wo war ich? Schreib erstmal nur. Nee, da. Ah, sorry. Ich weiß nicht. Nee. Ja. Moment, ich muss erst mal gucken. Ich darf gerne rauchen gehen. Machen wir das jedes Mal wieder. Es wäre so cool, einen tollen Text rauszuhauen über was meint Löschen. Wir sind auf einem guten Weg und wir sind eigentlich nah dran. Wir sollten das machen. Okay. Ich mache mir gut Sorgen, dass du am Ende das selber Bar hängst. Ich muss einen rauchen. Naja, weißt du was? Hörst du mich? Okay, also du gestehst ja auch die persönlichen Angriffe ein. Oder gesteht jemand anders ein? Das kann ich gar nicht verstehen. Naja, ein Punkt ist hier wirklich, diese Nummer mit den Verschwörungstheorien geht einher. Es ist nicht jeder so unkompliziert in der Lage, eine Was-wäre-wenn-Situation zu unterscheiden von einer Verschwörungstheorie oder eine polemische Fragestellung oder ich weiß nicht, wie man das nennt, zu unterscheiden von einer Verschwörungstheorie. Und es ist natürlich schwierig, wenn man auf eine provokative Art und Weise schreibt, verändert man natürlich das Klima rund um eine Situation. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was die Sache zum Kochen gebracht hat. Aber ich sehe, du bist gerade unterwegs. Mein Lieber, was machen wir? Also, möchtest du noch eine Meinung hören? Ja. Ich bin der Meinung, also auch aufgrund meiner
Also ich hatte jetzt auch schon vor mich hingeprabbelt ein paar Sachen. Es ist nicht jedem so richtig klar, Unterschied Verschwörungstheorie und was wäre wenn Situation oder so, so sagen wir mal, Fragestellung, ja, könnte das sein und könnte das sein, so Theorie, naja, so Theoriefragen. Da ist den Leuten nicht so richtig der Unterschied bekannt vielleicht und das macht das Problem. Aber ich will das nicht vertiefen. Ich bin zu faul, mich mit diesen gesamten Seiten zu beschäftigen, was dich betrifft. Ich habe dort angefangen und ich habe mich dort nicht durchgewurschtelt, zudem professionelle Leute ja schon mit dir eng zusammengearbeitet haben und ich diesen Leuten nicht abstelle, dass sie dir nicht hätten helfen können. Also wir als Telefonberatung können bestimmt auch nicht mehr leisten als diese professionellen Leute. Aber um dich zu rehabilitieren und ich merke, dass du wieder deinen Account willst und mein Vorschlag ist wirklich, den Leuten zu beweisen, dass du Sachen lieferst. Ich weiß, dass das nicht gut ist vom Ablauf her, aber es geht jetzt erstmal um deinen Account und dein Ziel, in der Wikipedia wieder mitwirken zu können. Würde ich den Leuten beweisen, dass du Content lieferst und dass du in der Lage bist zu kommunizieren, was du ja bist. Und dann wirst du sehen, die Leute werden sagen, SMS to SMS, Schwamm drüber, die Vergangenheit. Vielleicht finden wir eines Tages raus, wer dort unsauber gehandelt hat. Aber der Mann will mitmachen und der mag Wikipedia. Und solche Leute brauchen wir und die dürfen wir nicht verlieren. Ja, das haben sie mir gesagt. Das finde ich ziemlich übel. Sie haben mir gesagt, komm nach Wuppertal, das wollte ich ja sowieso, ich wäre sowieso gegangen, aber komm, du musst dich stellen, du musst dich zeigen und so. Und dann wurde mir explizit gesagt, zum Beispiel von Brainsweeper, du musst Staub fressen, du musst kriechen, da muss ich sagen, Kollegen, macht das, wo ihr wollt, aber das ist nicht meine Wikipedia. Also das ist halt, ich bin völlig anders in die Wikipedia reingekommen. Mir wurde das in Wien auch erklärt, bei Wikidienstag in Wien. Noch einmal diese Änderung. Also ich bin natürlich sehr stark über diese Theoriefindungsmöglichkeit innerhalb von Wikipedia sozialisiert worden. Ich habe auf diesen Theoriefindungsseiten, das war ja mein Anfang mit Vlog und so, das haben wir ja, glaube ich, das letzte Mal gezeigt, oder? Hm. Ich bin eigentlich ganz über diese Themen reingekommen, wo man eben noch Theoriefindung machen konnte. Und diesen Change, das stimmt, das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Aber dann ist ja eben dieses Wikidienstag gekommen und wir haben mit Lambdus ja das Schritt um Schritt haben wir das gemacht, oder? Wie wir das so, also ich habe wie den Eindruck, nein, wenn es so ist, dass in der deutschsprachigen Wikipedia aufgerufen wird, was war vorher gerade der Aufruf, man soll Geld spenden, oder? Wo ist das? Man soll Geld spenden, aber dann auch mach mit, aber sei mutig, bedeutet dann, arbeite so, dass du keinem Admin eine Sorge machst und wenn du einen Scheiß gebaut hast, dann musst du im Staub kriechen. Und so. Da muss ich sagen, also wenn das sei mutig ist, wenn das in your all rules ist, wenn das Wikipedia is not paper ist, also dann sind wir wirklich an einem Ort angekommen, dann ist es echt nicht mehr gut. Ne? Und ich glaube, dort sind wir im Moment. Und mein ganzes Anliegen ist, ich will deshalb meinen Account zurück, weil ich es ein riesiges Anliegen finde, sich wieder darüber zu verständigen, dass es halt eben gilt, Wikipedia is not paper. Wir können es uns leisten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und andere Meinungen haben und dass wir darüber diskutieren müssen, ist das jetzt relevant, eingetragen zu werden oder nicht. Und deshalb finde ich diese Anliegen von den Frauen extrem interessant, weil sie natürlich genau das zeigen, dass sie sagen, wir dürfen nicht mehr einpflegen, was für uns wichtig ist. Und wenn das der Fall ist, wenn das Standard ist, wenn das verteidigt wird von der Meritokratie dieser deutschsprachigen Wikipedia, dann sind wir an einem ganz schwierigen Ort und den sollten wir möglichst rasch beheben.
und sagen, nein, 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 wir wollen das. So schnell wird nicht jemand einfach rausgepickt. Wir haben hunderte Ideen, wie wir mit Konflikten umgehen können. Es ist nicht, ich bin kein Einzelfall. Bitte schickt die Leute zur Telefonberatung beziehungsweise sammelt auf irgendeine Weise Informationen darüber. So, lieber Stefan, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen an unserem Page-History durchsuchen gearbeitet. Und zwar haben wir ja das Wiki Blame getestet. Ist das okay, dass wir jetzt wieder zum Thema springen? Ja, unbedingt. Also, ich habe Wiki Blame begeistert mich nicht richtig. Und ich habe jetzt verwendet die Exportseite. Oh. Special Export. Und da habe ich festgestellt, dass mein Eintrag zu Joschka Fischer, dass der da in dem Ding an der Elbe unten Essen war, dass das Bestand hatte in der Wikipedia bis 2018 hinein. 18? Wahrscheinlich ja. Okay. Das heißt, es hatte 14 Jahre Bestand. Und bis dort jemand gesagt hat, Leute, das ist doch überhaupt nicht sinnvoll. Sehr schön. Na, und das spricht natürlich auch gegen die Wikipedia und das Mehr-Augen-Prinzip und vor allem spricht es dafür, dass die Leute, die die ersten Sachen ändern und die eine Vorgabe für etwas machen, dass die Pace setzen und gerade der Erfolg von Wikipedia eben deshalb entstanden ist, weil in der ersten Zeit dort Leute am Start waren, die wussten, wie eine Enzyklopädie funktioniert, was da grob rein muss, wie man das schreibt und die haben wirklich dort den Bärendienst der Menschheit erwiesen mit ihrer Freizeit. Ja gut, eben, also jetzt kann man sagen, also was war das, Juni 2004, oder? Nee, ich will jetzt gar nicht mehr auf dem Datum rumhaken, aber ich will, dass man begreift, dass die Leute, die die ersten Konzepte und Seiten und Strukturen entwickelt haben in Wikipedia, die Maßgaben gesetzt haben, dass die ganzen Laien wie ich, und ich habe es nicht geschafft, ich habe Fehler gemacht, sich dort einfinden und spüren, wie Wikipedia tickt und dann sozusagen mit an diesem großen Werk arbeiten können. Weil nicht alle, die hier mitmachen, haben auch verstanden, wie Wikipedia funktioniert. Ja, eben, aber es ist ein gutes Beispiel, oder? Zu sagen, das war 2004 eine eintragbare Sache. Ja, aber aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, naja, das gehört ja nicht da rein. Das ist ja. Ja, natürlich, aber deshalb können wir es ja rausnehmen. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja Wikipedia is not paper. Und das war ja genau der Satz von In Your All Rules. Das ist, mach Fehler. Es ist gar nicht schlimm. Richtig. Also ich erkläre mal kurz, was ich hier auf dem Bildschirm habe. Das ist der XML-Export von der Seite Juni 2004 aus der Wikipedia. Also wenn ich hier mal ganz hoch rolle, da haben wir hier MediaWiki Export, da ist die Version des Exporters zu sehen. Und da haben wir die MediaWiki-Version und da haben wir, warum hier Wikipedia? Ach so, das ist das Menü auf der linken Seite wahrscheinlich. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Das ist der Artikel, Juni 2004 habe ich exportiert und das ist der Timestamp wahrscheinlich dieses ersten Eintrags. Und dann haben wir hier verschiedene Revisions, also Einträge. Ja, hier geht's los. Das sind die ersten Einträge. Das sind auskommentierte Sachen. Bitte achtet auf journalistischen Stil, vergesst nicht die Angabe von Land, falls vorhanden des Orts, haltet die Formatierung ein, Land, Ort, Nachricht. Also hier wieder ganz tolle Arbeit von Leuten in der ersten Stunde. Und dann haben wir die ersten Texte. Juni, gucken wir mal, hier sind die Interwiki-Links. Damals gab es wohl die Sprachen schon, die auch so einen Artikel hatten. Übrigens war das eine ganz spannende Sache vor Wikidata. Da haben nämlich Bots die Sprachversionen durchcrawled, um rauszufinden, ob es noch Sprachversionen gibt, die auch über Juni 2004 berichten, aber noch nicht verlinkt sind in der deutschsprachigen Wikipedia. Aber vielleicht ist die niederländische Wikipedia verlinkt und in der niederländischen wird auf die koreanische verlinkt, die in der deutschen noch fehlt. Und das hat damals noch ein Bot gemacht, aber das ist ja jetzt
vereinheitlicht. So, und jetzt habe ich hier drinne mal nach Joschka gesucht. Das heißt, als erstes, da das von oben nach unten jetzt mal ordentlich zeitlich sortiert ist, das habe ich mir von Wikiblem erhofft, wird jetzt das erste Mal Joschka angezeigt. So, ich mache mal eine Suche. Und nach 62.000 Zeilen kommt das dann. Also wir sind hier im mehreren MB-Bereich für diese einzelne Seite Versionsgeschichte. Und jetzt gucken wir mal, erster Eintrag, ich rolle hoch, das ist der Artikel jetzt, der Quelltext. Und hier oben haben wir dann irgendwo halt die Daten. Proofreader, bekannter Autor, 2006. Das macht mich jetzt wieder stutzig. Warum findet der das? Moment, jetzt kann es sein, mein Cursor war falsch platziert. Ich klicke nochmal hoch, ich klicke nochmal hier rein und ich suche nochmal nach Joschka. Das ist 233, jetzt sind wir richtig. Das ist 233 Mal in dieser Versionsgeschichte drin, das Schlagwort. Vielleicht auch in anderen Zusammenhängen. Und hier haben wir einen Beitrag, Benutzer Conny, Besuch Joschka Fischer in Dresden, ist sein Kommentar. Der wird hier separat dargestellt im XML. Und hier ist das erste Mal der Joschka erwähnt. Und wenn ich jetzt mal ans Ende springe, weil bei jeder Versionshistorie, sozusagen, bei jeder Änderung wird die komplette Versionshistorie gespeichert. Mhm. Und jetzt sind wir hier, hier steht immer noch Joschka Fischer, danach taucht es nicht mehr auf. Und jetzt befinden wir uns, ach, da müssen wir mal zur nächsten Revision gehen. Also 2008 im Februar, Benutzer Blümel 1 hat dann mal entschieden, das kann vielleicht dann doch raus. Okay, also es geht, die Versionshistorie zu durchsuchen. Ich will noch einmal sagen, wie du zu der gekommen bist. Ja, es ist vergleichsweise aufwendig. Ich habe mich informiert in der englischsprachigen Wikipedia auf der Hilfeseite Page History. Ja. Dort habe ich den Hinweis auf Special Export gefunden. Und das finden wir in der deutschsprachigen Wikipedia unter Spezialseiten. Okay. Und dann Export, Seiten exportieren. Warte mal, ich trage das mal nach. Ja, hier sieht man es wieder, Stefan. Ich habe nicht den Nerv, hier parallel noch irgendwas Logbücher zu führen. Das ist. Aber ich bin gerade dran. Schau mal, Spezialseiten. Ja. Und dann exportieren. Habe ich das gesehen? Genau. Jetzt kann man im oberen Bereich mehrere Seiten aus einer Kategorie hinzufügen, da spart man sich Arbeit. Oder man tut manuell unten Seiten eintragen. Und hierbei ist wichtig, dass man unten abhakt, nicht nur die aktuelle Version, sondern alle Versionen. Und wenn ich hier jetzt Juni 2004 eintrage, wird diese Seite exportiert, aber nur die ersten 1000 Versionen. Okay. Und es gibt auch schon einen Bug, dass eben nach 1000 Versionen ein Limit greift und man gar nicht weiß, dass das Limit gegriffen hat. Man sieht es dann wahrscheinlich an einer unkonventionellen Abbruch in der Textdatei oder auch gar nicht. Das heißt, man kann auch hier nicht sicher gehen, dass man alles hat und dass man wirklich die Schlagworte findet. Wann sind sie gekommen und wann sind sie gegangen? Okay, das kommt jetzt in unser Dokument. Ah, vielen Dank. Ich mache mal einen Link draus aus deinem Text. Ja. Ich bin gerade auch am Runterladen, das will ich mir ansehen. Ich verlinke auch mal Wikiblame. Ja, das Wikiblame, ich habe nie intensiv damit gearbeitet. Ich habe es 2-3 Mal benutzt. Heute hat mir wieder gezeigt, dass es einfach eine Weile dauern wird, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert. Also wir können aber auch sicher mal festhalten, ganz einfach ist es nicht, in den Versionsgeschichten sich zu orientieren. Ich übernehme es vielleicht hier noch einmal schnell. Also für mich, der als das Arbeiten mit der Versionsgeschichte,
Das ist ja eben, habe ich schon tausendmal gezeigt, das ist meine Lieblingsversion. Hier draufklicken und dann kann man hier über diesen Button hier, kann man sich das anheften lassen. Dann kommt immer dieser grafische Balken. Und ich nutze es ja eigentlich dann fast immer so, dass ich einfach auf die Stellen schaue, wo was rein, raus, rein, raus, rein, raus geht. Wenn ich zum Beispiel mich orientieren will darüber, worüber könnte zum Beispiel hier gestritten werden, wenn ich das nicht schon über die Diskussionsseite mit erfasst habe oder irgendwie so etwas. Also gut. Also, wenn ein neuer Benutzer übrigens, weil du gerade beim Artikel über das Buch warst, so editiert hätte wie ich, mit drei Änderungen wie so eine Kleinigkeit, hätte man ihm sofort auf die Diskussionsseite geschrieben, bitte Vorschau benutzen. Weil es ist einfach unerwünscht, dass man jetzt mehrere kleine Änderungen am Stück macht. Ja, ja, das finde ich gut. Ja, erklär nochmal, warum, also wo, ich gebe dir den Bildschirm noch einmal, also warum ist das für dich mühsam, wenn jemand Micro-Edits macht? Für mich nicht, aber es gibt Leute, die sagen, die Versionshistorie wird aufgebläht, was tatsächlich der Fall ist. Also ich kann es mal noch mal zeigen, Wikipedia. Ja, ja. Ich zeige es gleich mal am Beispiel. Also wenn ich viele kleine Änderungen mache, habe ich natürlich in der Versionsgeschichte hier oben auch viele kleine Einträge. Dreimal Conny, ne? Schotterebene. Ja, hat eben alle Archivlinks geprüft, der hat ähnliche Arbeit gemacht wie wir vor uns am, wie wir eigentlich. Ich schaue mal schnell, was er gemacht hat. Hoffmann und Kampe, auch hier ist der Link nicht stabil gewesen. Tagesspiegel, das ist ja das gängige Problem. Wir hatten vor kurzem eine derbe Diskussion zu Wikinews, wo mein Argument war, wir als Wikinews stellen stabile Links zur Verfügung, auch über mehrere Jahre hinweg. Und andere Webseiten, die schaffen es eben nicht, permanent Links zu liefern. Und somit verschwinden auch einige Quellen. Und Wikinews kann diese aggregieren und trotzdem noch den Überblick bieten. Das wurde aber von vielen Wikipedianern nicht als der große Vorteil gesehen. Aber für mich ist das ein ziemlich starker Vorteil. Okay. Und jetzt nochmal, warum ist das hier Quatsch? Wir schauen mal, also Conny hat als erstes hier einen neuen Link eingefügt und sozusagen die Formatierung der zwei Bausteine durchgeführt. Als nächstes hat er die URL nachgetragen und das Access-Datum, das hat er nämlich vergessen. Und als nächstes hat er einen Link als offline markiert. Und all das hätte man, und das bietet die Versionsgeschichte uns ja an, wenn wir mal hier jetzt anklicken, Schotterebene, bis alle Edits Conny, all diese Sachen hätte Conny auch mit einer Änderung machen können. Ja, genau. Ja, somit habe ich für meinen Counter drei Edits. Man könnte mir jetzt vorwerfen, alles kleine komische Edits, aber letztlich, wenn du eingeschätzt wirst von extern und die schauen, wie lange ist der im Projekt, was hat er gemacht und so weiter, zählt die Edit-Zahl und vielleicht auch ein bisschen die Textzahl. Und das verfälscht natürlich das Ergebnis, weil ich nicht in dem Maße jetzt mitgearbeitet habe, wie jemand, der drei große Absätze jetzt in drei verschiedene Artikel eingefügt hätte. Ja gut, aber eben noch einmal, also diese Zählweise ist halt eben sowieso problematisch, oder? Weil es eben ja ganz viele Dinge gibt, wenn du sorgfältigst arbeitest, die ja sich gar nicht so abzeichnen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, oder? Also diese Art von User beurteilen und eben schauen und eben dann möglichst schnell ausklipsen und wegmachen, weil sie eben so, das ist sowieso eine schwierige Art und Weise auf User-Beurteilung zu gehen. Also. Ja, aber da sind wir, wie gesagt, generell verschiedene Ansicht, Stefan. Ich denke, die Beurteilung eines Users hat eine gewisse Wichtigkeit für die Entwicklung der Wikipedia gehabt und hat es auch noch. Ja. Du sagst eben, der Content ist das einzig Wahre, aber du kannst die Wikipedia nicht schützen, wenn du allen Content liest. Du musst dann teilweise abstrahieren. Letztlich musst du den Content lesen,
Aber um jetzt auf den grünen Zweig zu kommen mit deinem Tagwerk, ist es schon interessant, wenn ich sehe, ey, warte mal, ein Auto, der hier zweimal kompletten Mist gemacht hat, was hat er noch gemacht? Aha, der hat nur 30 Edits, aha, der ist erst 14 Tage dabei und der hat noch fünf weitere Artikel vandaliert, oh, dann setze ich das mal rück. Und das macht schon Vorteile für unsere Qualität. Meine Meinung. Ja. Nee, also weißt Gut. du, so, ich finde auch, also ich habe ja da, man kann ja die Arbeit, diese Aufräumarbeit gar nicht genügend wertschätzen. Oh Das ja. ist ja, das ist für mich außerhalb der Diskussion, das finde ich selbstverständlich. Okay, dann versuchen wir das nicht zu mischen und ich muss mich dort noch weiter Ja. diversifizieren in meinen Denkansätzen, aber gut. Okay, wir sind zurück am Thema. Editieren von Artikel, Workflow, Genese des Textes, Suchen in der Versionsgeschichte über die Spezialseiten. Jetzt mag ich mal kurz hochspringen, Löschen von Accounts. Dazu nur ein Hinweis. In der Wikipedia werden regulär Accounts nur stillgelegt, aber nicht gelöscht. Das heißt, alle Arbeiten der Accounts bleiben, es sei denn, sie sind strafrechtlich relevant, in den Versionsgeschichten und auch der Name des Accounts bleibt. Deshalb muss man sich das vorher gut überlegen. Wenn natürlich ein Accountname aus Beleidigung steht, wird dieser umbenannt, das ist klar, aber ein Account löschen ist in der Wikipedia nicht möglich. Also wir haben einfach gerade die Diskussion, deshalb habe ich es nochmal reingenommen. Ich hatte gerade die Diskussion hier mit einem Freund, der hat verschiedene Accounts aus verschiedenen Zeiten, nach der Gaia war. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, pass auf, das wird dann schnell, geht in den Verdacht von Sockenpuppen und so und so. Ich habe ihm dann eigentlich vorgeschlagen, warum gehst du nicht in die Account, also in deinen Account bewirbst dich um eine Mentorenschaft und bekennst deine zwei anderen Accounts und frag den Mentor mal, was wir mit diesen zwei Accounts machen sollen. Also soll man die. Keine Mentorenschaft. Das kannst du bei Fragen zur Wikipedia fragen oder bei Admin fragen Ja, eigentlich Fragen zu Wikipedia. zeig das mal, wo würdest du das, also, aber du würdest du, was würdest du machen? Also, Was hättest es du ist nicht geraten? verwerflich, mehrere Accounts zu haben. Das kann Sinn haben, beispielsweise, wenn ich auf Arbeit inhaltlich mit Wikipedia arbeite und mal ein, zwei Kommas ändere und ich will nun nicht, dass mein Arbeitgeber rausfindet, dass ich dort die zwei Kommas, die mir nur nicht viel Arbeitszeit rauben, aber letztlich wichtig sind, weil die finde ich am Abend dann nicht mehr wieder. Da macht man sich halt einen Arbeitsaccount und da gibt es vielleicht nicht so einfach die Möglichkeit, auf deinen privaten Namen zu schließen. Das ist das eine. Zum anderen hast du manchmal Projekte. Wir haben einen Wikipedia-Tag in Dresden, da steht ein Rechner und jeder kann dort was machen. Da haben wir Accounts Wikipedia-Tag angelegt und dann konnten die Leute dort editieren oder bei Lange Nacht der Wissenschaften oder beim Geschichtsmarkt. Das ist übliche gängige Praxis, einfach um nachvollziehbar zu sehen, was wurde an dem Tag gemacht und dass kein Quatsch mit den privaten Accounts passiert. Es gibt Und das diverse ist andere nicht Gründe. Sockenpuppe. Wie bitte? Das ist nicht Sockenpuppenzeugs. Ich erkläre gleich, was Sockenpuppenzeugs sind. Ich brauche manchmal auch mehrere Accounts, wenn ich an kritischen Themen schreibe, wenn ich über spezielle geschichtliche Themen schreibe, die zu hinterfragen sind und ich will dort meinen Account nicht verbrennen, kann ich dort einen weiteren Account mir anlegen. Oder wenn ich in kontroverse religiöse Themen reingehe, kann ich mir einen Account machen. Das ist nicht verboten. Ich muss das auch nicht unbedingt angeben. Verboten ist, wenn ich mehrere Accounts benutze, um ein Ziel in der Wikipedia zu verfolgen. Das Okay. heißt, wenn die Accounts in demselben Artikel editieren, an Abstimmungen teilnehmen oder hintenrum Stimmungen machen oder an Okay. verschiedenen Punkten in der Wikipedia aufrufen, irgendwas zu machen, das ist dann Sockenpuppengeschichte. Und dafür kann ich gleich mal ein Werkzeug vorstellen. Das ist die Wikipedia-Seilschaftssuche. Das ist interessant. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich in einem Vortrag damals auch mit angegeben. Und zwar habe ich mal Datenspuren in Wikipedia im Vortrag 2009 gehalten. Und auch da wurde das Werkzeug erwähnt. Die Seilschaftssuche. Leider habe ich jetzt hier keinen Link.
Da muss ich mal gucken, wo wir das finden. Moment. Seilschaftssuche. Ja, Moment. Da, ich hab's. Du hast schon, du bist schneller. Und die Seilschaftssuche. Oh, we are sorry. Hier, da kommt. Ich hab's im Chat. Ah, ja, richtig. Wow. Also der Tool-Server ist ja vor einigen Jahren umgezogen und die alten Tools wurden nicht unbedingt mehr gehostet, weil die Skripte vielleicht andere Rechte hatten oder neue Bedingungen, neue Variablen waren und deshalb sind einige Sachen nicht mehr benutzbar. Jetzt schauen wir mal, ob es noch eine Seilschaftssuche gibt. Was ist das englische Wort für Seilschaft? Seilschaft. Gibt's nicht. Ja, wo findet man das jetzt? Moment. Seilschaftssuche. Das ist natürlich schade, dass es das Tool nicht mehr gibt. Aber ich denke schon, dass es das gibt. Also Löschen von Accounts gibt es auf jeden Fall nicht. Was wäre da ein anderes Wort? Stilllegen. Deaktivieren. Oder stilllegen, ja. Sperren. Sperren. Also es gibt ein Tool, das nennt sich Intersect Contributions. Da kann ich 8 User einbeziehen. Wir machen mal einen Test. Wir gucken mal, ob es eine Seilschaft zwischen SMS to SMS und Conny gibt. De Wikipedia. Kannst du mir den Link noch ins Chat legen? Ja. Aber da in den von uns, da neben dem Bildschirm. Oh, zu spät. Ah, du bist auf dem. Zu schnell, so. Also, alle Namensräume, wir wollen wissen, haben Conny und SMS to SMS etwas miteinander zu tun? No results. Wir haben keine gemeinsamen Seiten editiert in Wikipedia. Echt? Okay. Jetzt gucken wir mal. SMS to SMS und Lantus mit TH? Ja. Nein, ohne. Ohne, okay. No results. Das ist komisch. Ah, das natürlich hier konstruieren. In dem Fall nur... Innerhalb von was sucht er jetzt? Der sucht innerhalb der, der müsste eigentlich die Versionshistorie durchsuchen. Deine Plantus habe ich ganz sicher. A Select Wiki. Ah, da sind wir. Also er müsste eigentlich. Aber das müssen wir hier in der Beschreibung mal belesen. Ja. Er müsste die Beiträge durchgehen, ne? Und nur gucken, an welchen Artikeln haben die beide gearbeitet. Und was dabei ist man nicht. Ich habe jetzt mal etwas eingegeben, was auf jeden Fall ein Ergebnis ausspucken muss, weil wahrscheinlich hat jeder Benutzer schon mal mit AK eine gleiche Seite editiert. No, really. Nee, der arbeitet noch.
Nuri Salz ist vom vorhergehenden Ergebnis. Jetzt kommt bestimmt ein langes Ergebnis. Um es korrekt zu sagen, müssten jetzt alle Beiträge kommen, die ich jemals editiert habe, davon, da, weil ich davon ausgehe, dass Adler alle Artikel der Wikipedia schon mal verändert hat. Ah, kann ich auch Meta durchsuchen lassen? Nein, kann ich nicht. Ja, kannst du. Okay. Das war jetzt wahrscheinlich eine Anfrage, die das System überfordert. Ja, ich finde nichts. Also gut, jetzt könnte ich ja eine Seite suchen, von der ich weiß, dass es... Nee, Seiten kannst du nicht suchen, nur User. Ja, aber ich kann ja zuerst eine Seite suchen, wo ich mit jemand anderem zusammen editiert habe. Da wäre zum Beispiel AK. Also, ich habe jetzt mein Ergebnis. 5.979 Seiten. Und das Tool summiert sogar die Edits. Also am 19. September haben 11 Mal AK und Conny am selben Artikel editiert. Wer ist AK? AK ist ein Benutzer in der deutschsprachigen Wikipedia, der sehr aktiv ist. Wahnsinn, ja, mit dem habe ich, den habe ich jetzt gerade eben auch. AK hat sich auf verschiedene Sachen spezialisiert, hat auch einige sehr interessante Tools geschrieben. Jetzt gucken wir hier mal rein in den 19. September, weil mich interessiert jetzt mal, ob die 11 eine Gesamtsumme, ja, wird eine Gesamtsumme sein. Aber wenn AK 10 Mal und ich 1 Mal editiert haben, ergibt das dann 11. Das spiegelt dann nicht unbedingt eine Art Seilschaft wider. So, wir gucken mal, der Conny hat am 19. September eine Änderung bestimmt gemacht. Hm. Ach. Zwei, nee, eine. So, ich habe nur eine Änderung rückgängig gemacht. Und zwar habe ich einen deutschen Handballschiedsrichter entfernt. Also haben wir das jetzt verlinkt? Und der AK hat, glaube ich, mehr Änderungen gemacht. Schauen wir mal. Also gut, das hat jetzt aber eigentlich nichts mit Löschen zu tun. Das müssen wir nicht verlinken dort, oder was? Naja, die Seilschaftssuche ist schon interessant, weil du Sockenpuppen und Sperren von Accounts, Sockenpuppen und Seilschaftssuche hängt nah beieinander. Ja, gut, ja. Und letztlich tust du ja mit Sockenpuppen und mehreren Accounts oder Seilschaften die Wahrheit manipulieren und somit das Wahre löschen und das Falsche reinschreiben. Das ist ja auch eine Art Löschen. Das ist dann wahrscheinlich sehr philosophisch. Ja, ja. Also, und, also ich meine, ja, ja. Nee, ja, ja. Nein, nein, ich wollte nur gerade sagen, ich meine, bei diesen Themen, ja, das sind halt diese Leute beieinander, die arbeiten an, das muss ja noch nicht eine Seilschaft ist nicht gerade was Positives, oder? Nicht unbedingt. Ja, eben. Aber ich meine, dass es halt jetzt über den Zitronenfalter ein paar Biologen gibt, die halt jetzt, ja, dann sind sie ja noch nicht eine Seilschaft, oder? Also auch das wieder, das finde ich eben das Spannende. Es geht sehr, sehr stark auf Accounts und sehr, sehr stark auf Personen. Und ich glaube, was wir einfach wieder sehr viel stärker in den Vordergrund bringen müssen, es muss um Argumente gehen. Ist es ein Argument, was da eingepflegt wird, was auch eine bestimmte Relevanz hat?
Und nicht wer hat es eingetragen, sondern woran erkenne ich die Relevanz oder das Argument? Was denkst du, warum die Leute Werkzeuge geschrieben haben, um Benutzergruppen zu untersuchen? Aus Spaß? Warum haben sie keine Content-Werkzeuge programmiert? Wow, das ist eine sehr schöne Frage, ja. Also gut, nee, weil du natürlich inhaltliche Tools nicht machen kannst. Also sie haben es gemacht, weil sie es können. Hätte ich jetzt in dem Fall zur Antwort gegeben. Ja, nee, also ich meine, was kannst du da für einen Teil programmieren heute? Vielleicht wird es langsam gehen mit AI und weiß der Geier was, oder? Oder mit größeren Datenmengen, aber sonst Argumente zu durchsuchen, das sind ja linguistische, sprachliche, inhaltliche Analysen, das konnten sie nicht. Ja, die richtige Antwort ist, sie haben sie deshalb programmiert, weil sie es konnten. Conny. Weiter. Oder wie sieht es aus? Ist deine Luft aus? Es ist 5 Uhr. Wie sieht die Zeit bei dir aus? Bei mir ist auch 5 Uhr. Ah, super. Also was mich schon lange stört, ist der oberste Titel dort. Den hätte ich gerne jetzt mal weggemacht. Dieses Löschen hätte ich noch gerne weggemacht. Wie können wir das dort benennen? Löschen von Artikeln? Ja, also das ist ja eigentlich die Das ist tatsächlich, naja, ich müsste jetzt mal überlegen, wenn ein Artikel gelöscht wurde, taucht der in den Logbuch auf. Das heißt, es ist auch die Information über den Artikel, eigentlich wird das ausgeblendet. Ausblenden von Artikeln, die noch nicht enzyklopädischen Stil haben. Wow. Ausblenden. Aber und wo können wir sie finden wieder? Die Administratoren können divers, also der Artikel besteht ja eigentlich aus Versionspunkten und er kann jetzt nach dem Lemma suchen, sieht, dass dort etwas gelöscht wurde und kann sozusagen sich die passenden Versionsgeschichten zu diesem Lemma anzeigen lassen und kann die je nach Belieben wieder einblenden oder wieder herstellen oder nur einsehen, um sie dann jemanden zu schicken oder ja. Da weiß natürlich teilweise hier niemand, was wir meinen. Ne? Ja, ich auch nicht. Also schau mal, also noch einmal die Frage, findest du, wenn du jetzt, wir haben es gar nicht eingeblendet, findest du, wenn du da drauf jetzt schaust, siehst du da auch immer noch einen Wert drin, an dieser weiter zu knobeln oder hast du schon lange den Spaß verloren an dieser Liste? Nee, ich würde das weitermachen wollen, weil ich würde auch jetzt Hinweise geben, wie man ausgeblendete Artikel findet. Ja, ich würde Hinweise geben, wie man strukturiert und wie sich das in der Versionsgeschichte auch äußert. Da ich reden möchte wir auch gerne sehen, wo ich das sehe, zeichnet sich das, sehe ich in der Versionsgeschichte, dass jetzt hier was anders versteckt wurde, solche Sachen hätte ich auch noch gerne. Das sehen wir und das können wir auch alles mal schön machen. Man kann dort beim Strukturieren auch reinnehmen, wie man versionskonform Sachen auslagert. Ja, so, archivieren, auch das ist aber sollen wir mal Metakommunikation noch machen, weil ich merke, ich werde ein bisschen müde. Ja, heute schaffen wir das nicht mehr. Das sind Ziele. Nein, ja, also. Aber ich merke eben auch, ich finde jetzt schon diese Titel, finde ich eigentlich. Weißt du, ich finde schon die einfach attraktiv. Mal zu sehen, in der Zeitung lesen wir, oh, mein Artikel wurde gelöscht. Und dann kommen wir, ja, warte mal, aber, oder? Und dann, wir können ausblenden, wir können sperren, wir können editieren, wir können strukturieren, wir können archivieren, wir können sichern. Also nur schon das finde ich jetzt eine super schöne
schon in diesem Status finde ich das eine super schöne Liste, oder? Und ich denke, die ist sehr schön und die wird sich auch noch erweitern. Und wenn wir dann hier noch passende Links haben, dass die Leute sich gut darüber informieren können, kann man auch mal einen schönen Vortrag über diese Sachen halten. Das ist eigentlich eine schöne Grundlage. Ja, ich finde genau. Lass uns dort dranbleiben. Wir brauchen noch ein, zwei Sessions, dann haben wir das durch. Ich würde auch sagen, aktueller Stand. Conny, ich finde das wunderbar. Ich finde es super spannend. Und ich finde es einfach immer wieder blöd, dass wir immer wieder auf diesen Band kommen. Dann geht mir echt die Luft weg. Das nervt echt. Was hast du gegen meinen Vorschlag? Ich glaube, dass ich zu verletzt bin, sage ich jetzt mal. Okay. Ich hätte jetzt echt gesagt, ich bin zu verletzt. Und ich finde, ich habe jetzt so viel Scheiße über mich hören müssen, was ich für ein Riesenarschloch bin. Wenn das nicht stimmt, kann ich das doch vorbeigehen. Entschuldigung? Wenn das nicht stimmt, kann dir das doch sonst wo vorbeigehen. Pass mal auf, ich habe einen Vorschlag. Lass mich das nochmal ein bisschen ausfallen mit dem Account Zürich. Und zwar biete ich dir an, natürlich sollten wir in diesem Zürich-Account, wirkst du mit. Und natürlich wirkt in dem Zürich-Account jemand von der Stadt Zürich mit, der mit aktiv Content beiträgt. Und wenn du dich traust, das zu machen, diesen Sammel-Account, wo wir natürlich vorher die Community befragen, ob es dort eine grobe Gegenantwort gibt. Wenn du dich traust, werde auch ich an diesem Autorenkollektiv teilnehmen und aktiv mit Content mit diesem Account beitragen. Ja, das wäre natürlich klasse. Und damit können wir zeigen, dass, jetzt bitte, reg dich nicht auf, dass SMS to SMS Lust hat, trotz der Kritik und trotz der Sachen, die schlecht geredet wurden, weiter Content beizutragen und dass er in der Lage ist, dies auch auf eine Wikipedia-verträgliche Art und Weise zu machen. Darum geht's doch, oder liege ich falsch? Bitte korrigiere mich. Ja, also, nein, also das Erste, ja, ich fände es natürlich super spannend, wenn wir, also ich bin jetzt hier, oder? Also das ist ja dieses Sprint 47, glaube ich, oder? Ah, ich klicke am falschen Ort. So, hier, das ist ja dieser Dings, den müsste ich mal noch ergänzen. Da ist jetzt noch so ein Architekturbüro mit dazu gekommen, die machen so Big Data, Städteplanung. Und dann wird im Moment darüber verhandelt. Es kommt im Moment auf der Ebene der Stadt Zürich zwischen den Hochschulen, kommt ein Programm, die wollen da am Thema arbeiten, How to Manuals zu erstellen. Da habe ich gesagt, ja, System WikiHow. Ah, okay. Ja, eben. Also das kommt und dann, also es besteht die Chance, eine sehr gute Chance, dass wir dort integriert werden können, zu sagen, okay, wenn wir da noch Wikipedianer mit dabei haben, das ist für uns auch noch komisch, kennen wir nicht, was ist das überhaupt und so. Und das wäre natürlich klasse, wenn ich dort, im Moment fühle ich mich schon, ja, ich glaube, ich bin's ja auch, oder, isoliert. Und das wäre natürlich lustig, wenn ich dort nicht ganz alleine arbeiten müsste. Ja. Du bist nicht isoliert, weil wir uns aktiv austauschen und weil wir miteinander uns mit den Themen beschäftigen. Du bist nicht isoliert. Du bist gekränkt. Ich bin isoliert. Das ist. Ich kann das zeigen. Ich könnte das belegen. Weißt du, was das Spannende an diesem Gruppenaccount ist? Nein. Wenn jeder, also der Gruppenaccount diskutiert ja dann auf irgendwelchen Seiten vielleicht. Und ja. Wir müssen natürlich gegenseitig aufeinander aufpassen, weil ich bin Teil des Gruppenaccounts, die Stadt Zürich vielleicht oder jemand anders oder ein Büro und du. Und man muss natürlich seine Worte gewählt, weil es betrifft ja dann alle Leute. Der Account schreibt ja für alle Teilnehmer.
Verstehst du das? Die Frage ist, also macht man das? Ist das üblich? Ja, also ich betreue gerade eine Anfrage auf der Telefonberatung von einem Institut, die haben sich gemeldet, ist ein Institut, glaube ich, aus Dresden. Ja. Und die haben gesagt, wir wollen gerne Wikipedia-Artikel erweitern und wir wollen gerne einen Account haben, wo wir alles drüber laufen lassen. Wir haben mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter, die Wikipedia-Artikel zu gewissen Themen erweitern wollen mit Quellen und so weiter. Ja. Da habe ich denen meine Bedenken geschildert und habe gesagt, ja, hier, ihr müsst euch verifizieren und ihr müsst eure Ziele klar auf der Benutzerseite darstellen. Aber wenn ihr wissenschaftlich mitarbeiten wollt, würden wir uns sehr freuen. Und das sind voraussichtlich mehrere Autoren, die denselben Account benutzen. Und ich werde diese Leute ein bisschen betreuen und ich begrüße aber das. Erklär mal, also warum, was ist der Vorteil? Also warum gehen die nicht als Einzelpersonen rein und... Naja, der Vorteil ist, dass der Mensch von der Öffentlichkeitsarbeit auf einen Blick sozusagen alle Änderungen sieht und die wollen sozusagen als Institut auftreten. Die wollen nicht als Sascha XY auftreten, sondern die wollen als Institut für bub auftreten. Ja. Und das ist natürlich dann, ich finde das, wenn du dort 30 Autoren hast, das ist alle Sachen sozusagen an dem Account gekoppelt. Das war jetzt mein Bauchgefühl. Also es war auch so ein bisschen den ihr Wunsch. Und mein Bauchgefühl sagt mir, ja, das ist eine saubere Abgrenzung. Du machst eine Verifizierung und warum nicht mal probieren? Ich erhoffe mir dort wirklich schönen Content. Also, weißt du, Conny, also noch einmal, das eine ist, oh, für mich wäre es ein absoluter Traum, wenn du dich da eintragen würdest und sagen, hey, Frage 46, die interessiert mich, da will ich mit reingehen und also lass uns schauen, was wir da machen können. Es ist ja für uns einfach ein Fallbeispiel. Die Stadt Zürich, das habe ich dir schon mal erzählt, die Stadt Zürich sagt einfach, das ist unser, innerhalb der Stadt, das verrückteste Quartier, das wandelt sich unglaublich. Und wir haben über dieses Quartier sehr viele Daten und so und so. Und wir könnten quasi wie an diesem Fallbeispiel mal zeigen, wie geht das von einem städtischen statistischen Amt, wie geht das zu Open Data, wie geht das zu Free Data bei Wikidata, wie geht das zu Wikipedia, wie sieht das aus? Und dann immer diese Arbeit, also für mich als dümmst anzunehmender User, how to manuals machen. Wie kannst du beitragen, dein Quartier zu entwickeln und zu darstellen, zu dokumentieren, etc., etc. Mir wurde dann das Projekt gezeigt in Berlin. Wie heißt das? Gibt es ein sehr schönes Wikipedia-Projekt, wo ein Stadtquartier da am Arbeiten ist. Muss ich mal schauen. Ich habe es vermutlich. Zwischenfrage, Casino Hotting existiert noch nicht. Nein, das wurde mir gelöscht auf meiner Nutzer, in meinem Namensraum war ich an einer Vorbereitung und das wurde mir gelöscht in meinem Benutzernamensraum. Komm, du, also man Also das Casino Hotting ist ein Stadtteil. Nee, das ist ein ganz wichtiges Haus. In Hotting ist auch für die deutsche Sozialdemokratie super wichtig, weil hier, das ist gleich hier unten, ich würde da hinsehen, also ein Gebäude, ein Casino, wirklich ein, mit allem drum und dran, schönen Frauen, viel Alkohol und auch eine Druckerei. Und da wurden Schriften gemacht für die deutsche Sozialdemokratie, um da Power zu machen, weil die verboten waren in Deutschland, wurden die hier drüben gedruckt und nach Deutschland gebracht. Aber ich habe das andere habe ich gesucht. Ah, Wedding, Wiki Wedding. Sagt mir was, ja. Und auf jeden Fall, noch, also lass uns da nicht reingehen, aber es ist ein Fallbeispiel von einem Quartier, wo wir How-to-Manuals machen wollen, die du natürlich dann für irgendwas gebrauchen kannst, ne? Was heißt und so weiter. Also wo sollen die How-to-Manuals entstehen? Wie? Wo? Ja, für mich ist natürlich klar, das muss alles innerhalb von Wikipedia entstehen, das ist ja klar. Aber Wikipedia ist kein Platz für Manuals.
Nein, aber bei den Commons oder bei Meta oder irgendwo denke ich, finden wir Oder sicher auch. Wikibooks? Wikibooks? Ja, keine Ahnung, eben. Also das ist alles Teil vom Spiel, oder? Also ich meine, Wikimedia Deutschland hat ja eine Seite gemacht, Trainingstool oder wie heißen die? Trainings, Kenne was ich habe nicht. ich? Trainingskits da. Aha. Naja, Trainings. du hast hier noch nicht beschrieben, ich verziel ein lokales Lemma erstellen und mit Datenmaterial anreichern. Okay, verstanden. Ja, für dieses Ziel, Angebot, wenn du in dem Gruppenaccount mitwirkst und ich natürlich vorher die Community befrage, ob sie was dagegen hat, dann bin ich im Gruppenaccount dabei und sorge dafür, dass das lokale Lemma ein schönes Lemma wird, dass wir einen schönen Wikidata-Eintrag haben und vielleicht noch weitere Wikidata-Einträge dazu Ja, als genau. dieser Gruppenaccount erstellen. Ja, genau. Also darum geht es doch. Also also ich fände es wirklich wichtig, dass wir das von Beginn weg so dokumentieren, dass wenn jemand sagt, ich möchte jetzt für, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach was, für den Fußballverein, nein, ist ein schlechtes Beispiel. Es sollten How-to-Manuals sein, die wirklich von Beginn weg zeigen, wie gehen wir damit um, dass wir heute nicht mehr einfach in einem Lemma arbeiten, sondern dass es immer den Fokus haben auf diese Vernetzte von Commons zu Data, zu weiß der Geier, wie machen wir das, wie koordinieren wir diese Arbeit, wie kann sowas gehen? Und das ist ja Okay. für mich dieser Vorschlag, dieser Arbeitsvorschlag, dieses Arbeiten, ich habe sie wieder nicht eingeblendet, also hier, dieses Arbeiten in diesen Sprints und Feedlogs, oder? Das ist eigentlich immer das, in den Sprints zeigst du das, was du abarbeiten willst und in den Feedlog gehst du dann, wenn du konkrete Fragen hast und das mit jemandem in Echtzeit besprechen willst. Und dann wird das so dokumentiert und dann geht es von hier wieder zurück in den Sprint. Also du findest über die Liste der Sprints Leute, andere Leute, die an einem bestimmten Thema arbeiten, was für dich vielleicht ja auch interessant ist. Und so weiter und so weiter. Ja. Also das fände ich toll. Also wenn du da Wie weit ist die Kooperation mit Statistik Stadt Zürich jetzt? Also wann wollen die mitmachen? Ab wann? ja, schau mal. Also die Liste der Kooperationen, die zeige ich ja da hinten in dem QD W3C. Das ist die aktuelle Liste. Und bei Stadt Zürich sieht es im Moment so aus, dass sie sagen, das sind die Kooperationen, die sie haben im Bereich Open Government Data und Kooperationen. Dann führen sie genau diese auf: MyD, Wikidata, Wikidienstag, Open Network Infrastructure Association, Open Data Suisse. Also das sind die 1, 2, 3, 4, 5 Kooperationen, die Sie haben. Das finde ich ja mal nicht schlecht, oder? Okay. Ja, und der Michael Grübeler, der würde mitwirken. Der ist von der Stadt Zürich. Ja, der ist dabei. Das ist alles, so ein Logo auf der Stadt Zürich bekommst du Dann nicht lass uns umsonst. doch einen Streamtermin ansetzen, wo wir uns erstmal abstimmen, wie wir vorgehen wollen. Ja, ich glaube, da können wir in den Lead gehen. Also das ist eigentlich klar. Also ich hab natürlich immer gemeint, Wikimedia Schweiz ist wieder dabei. Also was ich einen Ich interessanten. habe sehr gute Erfahrungen mit Wikimedia Schweiz, mit Wikidata. Nein, natürlich. Also aus meiner Sicht wäre es schon lustig, einen Streamtermin zu haben mit Lantus
Ja, wir drei, warum nicht wir drei? Und noch einmal sagen, aus Wikipedia-Sicht, was hätten wir gerne, oder? Wie können wir diese Chance nutzen? Nee, wir brauchen die Stadt Zürich bzw. die Statistikleute dort dazu, weil wir müssen uns rückschließen, was haben die, was können die bieten, was sind offene Rechte. Also sobald wir diese Fragen haben, können wir das machen. Aber also mit Michael, da gibt es Streams, da habe ich mit ihm habe ich gesprochen, die im Grunde genommen warten sie auf mich. Also muss ich mir diese Streams mal angucken. Kannst du mir die Streams schicken? Wäre aber sinnvoll. Nee, ist nicht. Also ja, klar können wir machen. Aber die findest du hier, Feedlogs. Feedlogs? Schau mal hier ganz unten. Schon da ist er mit reingekommen. Grand Cru heißt er. Nee, das ist wirklich... also eigentlich, schau mal, wenn du jetzt dazu... Im Februar habt ihr 3 Streams gemacht. Ja, und dann, es gab noch einen Workshop, wo ich ihn mit einbezogen habe an der Zertarica. Aber schau mal, wenn du da nochmal reingehst auf der Koordinationsseite, eigentlich war das der Stand und dann hat sich einfach das mit diesem toxisch verschärft, dass Lantus, und Lantus wurde ja auch persönlich angegriffen, also komm, es ist wirklich scheiße. Aber auf jeden Fall, das war der Stand. SMS sucht Accounts, also das so. Dann eben das How-To-Manual, Lantus legt auf Wikimedia, das war mal die Abmachung, das hat er dann nicht gemacht. Lantus legt auf Meta, Wikimedia.org, Wikimedia.ch ein Linkverzeichnis an, in welchem wir How-To-Manuals verweisen können. Das wäre aber gar nicht sinnvoll, auf Wikimedia zu machen. Aber da haben wir dann eben, das ist stehen geblieben, ich habe Vernetzungsarbeit gemacht, Benchmarker sammeln. Eben dann wurde mir dieser Hinweis gegeben, warum fragst du nicht mal bei Wikivedding, weil das würde ja 1:1 Kooperationen geben können, oder? Also das, was Sie machen, also wir könnten... Also der Bot BLN, der Wikivedding macht, zu dem habe ich ein bisschen Kontakt, da könnte man mal Kontakt aufnehmen. Ja, das ist ein interessanter Typ, der hat eigentlich schon ja, genau, das wäre zum Beispiel ein interessantes Stream-Dings, dass wir dreimal miteinander reden. Was macht ihr im Quartier? Was würdet ihr empfehlen, reinzugehen und so? Und ich das Wichtige ist doch, was die für Daten haben. Alles andere ergibt sich. Ich brauche nicht mit Wikipedianern mich austauschen, was man machen kann, das weiß ich. Man kann viel machen, aber man muss wissen, welche Daten sind da. Okay, also gut, aber dann sage ich eigentlich nur, wir haben damals gesagt, wir fangen, das ist dann, den Stream müsste ich suchen mit Lantus, wir haben dann gesagt, wir beginnen jetzt umgekehrt, wir beginnen noch einmal dort, dass wir sagen, wir gehen miteinander durchs Quartier, wir lernen zu fotografieren, wir laden Fotos hoch, wir kategorisieren die, das ist natürlich super langsames Zeugs, aber dass wir dann einfach so mal lernen, wie geht das von Comments zu Kategorisierungen, wie geht das rüber zu Dingen und eben, dass ein Punkt entsteht zu Wikidata. Und dass wir dazu mal einen ersten How-To-Manual-Set machen würden. Okay, aber bis wann hast du die Fotos fertig? Ja, eben, dann ging es ja los. Und dann habe ich gefragt, okay, ich habe innerhalb der Zürcher oder Schweizer Community gefragt, Leute, wer macht mit und so und so. Und da hatte ich zwar... Brauchen wir doch nicht. Ja, du. Wir können doch losmachen. Mach die Fotos und dann tasten wir uns rein. Ja, und wie fotografieren und so? Ja, es ist ja nicht einfach erstmal, dass wir, ich bin ja nicht vor Ort, ich brauche ja sozusagen erstmal ein paar Eindrücke und dann geht es an Literaturrecherche, Start ist der Wikipedia-Artikel, durch den Wikipedia-Artikel gewinnen wir das Wissen, mit was wir uns alles beschäftigen müssen, dann fragen wir Statistik Zürich an, was habt ihr für Daten, fragen die an, welche Lizenzen die haben, dann fragen wir, welche Möglichkeiten zum Einpflegen da ist, dann beschäftigen wir uns mit den Tools, um Massenedits zu machen. Dann überprüfen wir die Quellen und schauen uns Beispielprojekte an. Der Wikipedia-Artikel wird fertig, die Commons-Kategorie wird fertig, die Datensätze werden fertig, die erste Map wird erstellt, der erste Timeline wird erstellt. Zack, 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 das dauert eine Weile und dann geht's los, aber man muss starten.
Ja, gut. Also eben, wie gesagt, also wir können ja auch an, also das war ja der Start, also so haben wir ähnlich geredet mit Lantus und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das mit zwei, drei Leuten aus der Community über das Fotografieren zu starten, aber wir können ja auch woanders starten. Wir können ja auch sagen, wir wollen mit abgefahrenen Daten, wir wollen mit Zürich reden, was sind abgefahrene Daten, wo hättet ihr Spaß mit welchen abgefahrenen Daten, dass wir was machen wollen. Also für mich ist das relativ offen. Ich denke, für mich wäre einfach wichtig, dass wir bei allem, was wir machen, diese Dokumentation mitfahren lassen. Dass wir Okay. immer dieses How-to-Idee mit, dass jemand von außen in einem anderen Quartier sagen könnte, wow, sowas möchte ich auch machen. Oder dass er dann so dieses, wie wir es jetzt machen hier, dass er dann auf eine Liste kommt, wo er sagen kann, wenn du das machen willst, mache jenes. Ja, wie viele Quartiere gibt es denn in der Schweiz oder in Schweizer Städten? Ja, viele, warum? Gibt es eine Liste der Quartiere? Von Zürich. Ja. Warum brauchst du die? Ja. Das wäre der erste Ansatzpunkt, dass man sich erstmal die Situation, vielleicht hat ja schon jemand ein paar Quartiere gemacht. Ja, wir haben natürlich, also ich meine, eben das ist die Quartiersbeschreibung, das gibt es ja als Länder. Okay. Ja. Ja, kann man alles machen. Aber uns würde natürlich dann diese Verbindung zu Wikidata interessieren, oder? Naja, die Frage ist, was hat Statistik Zürich für Daten über das Quartier, über das du machen willst? Da müssten die mal eine kleine Übersicht machen, nicht die Daten selbst, sondern eine Übersicht, was haben die für Daten? Und dann kann man überlegen, was man daraus macht. Ja, eben. Also es ist wirklich, eben das ist die Frage, beginnst du bei den Daten oder Ja. versuchst du den dümmst anzunehmenden User wie mich zu nehmen, der bis jetzt eigentlich immer nur Text-Link-Bearbeitung gemacht hat und versuchst den mal so mit reinzunehmen. Das ist dann wirklich ja Geschmackssache, ja, genau. Ja, das also die Doku passiert nebenbei, je nachdem, wie viel Zeit man dann aufwenden will. Du willst scheinbar das relativ akkurat machen, dass das andere gut nachvollziehen können. Ja, es geht los mit den Daten. Wir haben diese Daten und wir wollen die gerne in die Wikipedia oder in Wikidata haben. Und dann entwickeln wir einen Ablauf. Was müssen wir tun, dass das lizenzkonform und Wikipedia und Wikidata tauglich passiert? Zack, zack, zack. Da macht man einen Okay. kleinen Plan. Ja, genau. Ja, melde dich, wenn du Connection hast zu dem. Ja, also schau, also noch einmal, ich blende es wieder nicht ein hier. Also wir haben es hier, das ist Sprint 46 und dann könnten wir hier arbeiten, oder? Ja, ich will erst mal wissen, welche Daten die haben und dann kann ich sagen, ob ich da mitmachen will oder nicht. Also gut, dann tragen wir das hier ein, oder? Wie Übersicht. entwickelt sich das Quartier? Aha. So, ist es okay. Übersicht zu den Datensätzen der Stadt Zürich. Und woran würdest du merken? Ich beobachte die Seite einfach. Ja, beobachte die mal jetzt. Ich schaue auf Meta nicht so oft vorbei. Das Ach, muss du ich mir vielleicht bekommst jetzt mal angewöhnen. ja. Anfrage an Lukas Werkmeister bezüglich WordPress. Was ist da rausgekommen beim WordPress-Plugin? Noch nichts, Anfrage erstmal. Eine Twitter-Nachricht nennst du Anfrage. Ja, klar. Aha.
weiß nicht, ob er sich getraut hat zu reagieren. Ich habe bis jetzt noch nichts mitbekommen. Er ist noch nicht gekommen. Lukas Werkmeister, ist der nicht bei Wikimedia? Bei Wikimedia Deutschland für Wikidata, ja. Ah, okay. Aber eine Anfrage per Twitter oder kommuniziert ihr regulär über Twitter? Ja, das hat er so am Wikidata Training sogar empfohlen, dass über diesen Account Wikidata Facts er Fragen entgegennimmt. Okay, den folge ich auch. Na gut, Stefan. Soweit der Ja, Plan. Wir gut. schauen mal. Ich will wissen, was es für Daten gibt. Und dann kann ich entscheiden, ob mir das gefällt oder nicht. Prinzipiell gefällt mir das. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, und das wäre meine Bedingung, dass du sagst, okay, wir wollen hier produktiv Inhalte beitragen. Wir machen diesen Sammelaccount für das Quartier und editieren alle, die teilnehmen, unter diesem Sammelaccount. Wenn du dem zustimmst, würde ich die Community befragen, ob wir das so machen können. Und wenn die Community nichts dagegen hat, haben wir eine Chance, Content beizutragen, obwohl wir gesperrt sind und können uns Ja gut, also rehabilitieren. ich habe ja kein Problem bei Wikidata, bei Wikicommons, ich kann ja überall beitragen. Das ist ja eigentlich nicht das Thema. Gell? Okay, Und ja, aber du weichst der Sache, du weichst den Vorschlag jetzt mehrfach aus. also Conny, erstens, also was mir nicht einleuchtet, ganz grundsätzlich, ob ich das unterstützen würde, Gemeinschaftsaccounts. Also erstens habe ich es noch nie gehört. Zweitens finde ich es ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also ich habe es mir noch nie überlegt. Ich finde es grundsätzlich, bin ich eigentlich immer noch davon ausgegangen, also zum Beispiel sogar bei den Bots machen wir es so, dass wir zu jedem Bot sagen, du hast eine Benutzerseite. Wir wollen, also diese Zurückrechenbarkeit finde ich an und für sich schon okay, also ich verstehe es nicht so ganz, was das für eine Idee ist, auf Sammelaccounts zu gehen. Ich finde es vielleicht sogar interessant. Also ich habe es mir einfach, ich höre Denk es im drüber nach. Moment, ich höre es im Moment zum ersten Mal. Ich habe dazu keine Meinung. Ich verstehe es nicht wirklich spontan, eher nein, eventuell interessant. Also das ist das eine Ding. Das zweite Ding ist, Conny, ich sage nochmal, ich bin isoliert und wenn du natürlich sagen würdest, ich komme in dieses Anliegen rein, das wäre für mich grandios. Verstehst du, was ich meine? Also dafür würde ich viel tun. So, zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist, diese ganze Erfahrung, die ich gemacht habe, mit so vielen Jahren mit in dieser Community zu sein, in ganz unterschiedlicher Einbindung und so abgewatscht zu werden und so behandelt zu werden und dann all diese Zuschriften, die ich bekommen habe, eben was wir da als großes Thema ja auch in Wuppertal hatten, die Atmosphäre in der Gruppe. Wikidienstag ist nichts anderes als ja gerade an diesem Thema zu arbeiten, ne? Also wie kann wieder Spaß in die Community kommen? Dann würde ich natürlich sagen, dann möchte ich eigentlich diese Situation von mir, welche ich natürlich am eigenen Körper abarbeite, aber eigentlich als nicht spezifisch ich sehe, dann möchte ich natürlich eigentlich schon auch die Chance nicht zu vergeben, zu sagen, hey, nicht nur die dummen, blöden, toxischen, überflüssigen Affen müssen sich da draußen bewegen, sondern es ist auch eine Sache, wo wir als Admin-Kollegenschaft, als Schiedsgericht, als so, wo wir auch über die Bücher gehen müssen, um zu sagen, ja, wo, so. Das hat Brainswiffer übrigens sehr schön einmal in einem Tweet auch ausgedrückt, dass er gesagt, es gibt berechtigte Kritik und wir können nicht immer nur so tun, als wären da draußen alles Arschlöcher und wir machen alles super. Man müsste sich natürlich irgendwann auch dieser Kritik stellen. Und dann würde ich eigentlich wieder sagen, ja, aber da ist jetzt gerade ein Exemplar vor euch,
ganz offensichtlich nichts Böses will mit dieser Wikipedia. Ne? Also, und dass man dann noch einmal sagen müsste, okay, was können... Verstehst du, was ich meine? Oh. Ja, du mischst viele Themen in eine Sache. Du willst das als Gesamtkonstrukt. Ja, ist richtig. Ja. Ich würde einen Schritt nach dem anderen gehen. Warum schonst du diese Administratoren? Ich schone nicht die Administratoren. Ich kenne deinen Fall nicht im Detail und es ist so oft gebläht und so viel. Ja, eben. Es gäbe Leute, die haben das von Anfang an miterlebt. Es gibt Administratoren, die haben... Okay, pass auf, Folgendes. Ich nehme gerne Stellung zu Aussagen. Bitte suche mir bis zu unserer nächsten Session 3 Sachen raus, die dich besonders stören, wo du denkst, da hat ein Administrator einen Fehler gemacht und ich beleuchte die Sachen aus meiner Sicht und wir diskutieren darüber. Ganz konkrete Edits. Es geht doch darum, haben wir Vertrauen in die Verfahren, die wir formuliert haben innerhalb der Wikipedia oder Wikipedia-Konflikte? Es können immer Fehler passieren. Ja, eben. Und wer ist jetzt in der Pflicht? Dann würde ich sagen... Als erstes bist du in der Pflicht zu beweisen, dass du am Projekt aktiv mitwirken willst. Und danach kommen alle anderen Schritte. Ach Gott, aber das ist doch einfach schwachsinnig. Also ich meine, ja, wie kannst du da daran zweifeln? Ich zweifle nicht daran, aber wir können was zusammen machen. Ja, Entschuldigung. Nee. Also weißt du, jetzt können wir aber auch. Ich zweifle nicht daran, aber wir müssen es ja beweisen. Was hast du? Wenn du in einem Verfahren Verfahrensfehler nachweisen kannst, die offensichtlich sind, die zig Leute mitgefilmt haben und mitgenommen, dann ist nicht der Angeklagte im Problem, sondern dann ist die Verfahrensführer im Problem. Die Verfahrensführer müssen beweisen, dass sie ein faires Verfahren durchgezogen haben. Mag sein. Möchtest du jetzt... Nein, mag nicht sein. Also das wäre jetzt eine interessante Frage. Bist du damit einverstanden, dass die Verfahrensführer, die Exkludierer, nachweisen müssen, dass sie fair gearbeitet haben? Ja, das müssen sie. Und deshalb habe ich ja gesagt, nenne mir 3 Punkte. Ah, komm, das ist alles formuliert. Nee, da muss ich wirklich sagen, das ist eine Horde, die zusammenhält. Und die sagen einfach, Du willst nicht meine Hilfe in Anspruch nehmen. Sonst hättest du jetzt gesagt, ich habe 3 Sachen, die ich ungerecht finde. Bitte, Conny, schau es dir an. Das, das und das. 1, 2, 3. Und ich nehme dazu Stellung. Aber das ist doch alles dokumentiert. Das wissen doch diese Großmeister alle. Aber ich nicht. Ja gut, aber zum Beispiel, dass ein Administrator angeboten hat in der ganz ersten Phase, ich würde gerne vermitteln. Da hat sich zuerst einer vorgeschlagen, gesagt, ich würde vermitteln. Dann habe ich gesagt, ja, aber du bist ja dort ein Freund von dem anderen und so und hast mich ja schon abgewatscht. Du kannst für mich nicht dein Ding sein. Dann ist ein anderer gekommen und hat gesagt, ich würde vermitteln. Dann habe ich gesagt, wow, wenn du das machst, super. Also ich werfe alle Löffel weg, mach, super. Ja, wer war das? Er wurde jetzt auch wieder abgewatschelt und er hat sich massiv zurückgezogen. Nee, es ist brutal. So, also der... Das ist alles zu anonym. Ich habe jetzt hier keinen Namen, keine Links, keinen Text. Ich kann so nicht argumentieren, ich kann so nicht arbeiten. Du wolltest 3 Gründe haben. Einer ist der erste gewesen. Links. Will ich. Ja, ich kann sie dir geben. Aber noch einmal, wenn in einem Streit ein Administrator kommt und sieht, die haben echt Probleme und ich biete Vermittlung an und dann gehen die anderen Administratoren nicht darauf ein, sie gehen nicht einmal darauf ein, weil sie sich dafür einen Link will ich mal sehen. Ich will es mir mal anschauen. Lass uns das mal Schritt für Schritt anschauen. Ich bin nicht in der Lage, das komplett aufzuarbeiten. Das ist... Ich brauche da... Conny, das musst du nicht. Das ist alles Fact.
Es haben zig Leute zu. Du musst dich nicht einarbeiten. Da hocken jene Leute, die das eins zu eins mitgefilmt haben und die sich nicht mehr leisten können, zu sagen, ja, wir haben Verfahrensfehler gemacht. Ich bin nicht in der... Also das ist mein... Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, die Administratoren wären in der Pflicht zu sagen, für unseren eigenen guten Ruf, und sie sind brutal angeschlagen da draußen, also, oder? Also es gibt von verschiedenen Seiten schlimme Vorwürfe. Dann würde ich einfach sagen, bei diesem gut dokumentierten Fall, welcher offensichtlich ein Freund von uns wäre, ist... Ich fahre auf... Dann also bitte, du kannst doch darum bitten und sagen, ich möchte, dass die Administratoren dazu nochmal Stellung nehmen. Du kannst doch darum bitten und sagen, hier ist ein Verfahrensfehler gewesen. Ich würde mich freuen, wenn die Leute nochmal überprüfen, ob alles dort richtig ist. Und dann kommen vielleicht Fragen und dann liefern wir Links und dann diskutieren wir die Sache. Conny, das haben nach der Wikicon 19 profilierteste Administratoren gemacht. Okay. Ist ja gerade gelaufen. Ich gucke mir das alles mal an. Nein, mach das nicht. Du gibst mir keinen Link, ich kann so nicht arbeiten. Ich danke erstmal, Stefan. Geh einfach zu den Admin-Notizen. Dort war ja alles drin. Und dann wurde es innerhalb von Stunden weggemacht. Es kam dann sofort ein Shitstorm und dann wurden die noch abgewatschelt, die das zur Diskussion bringen wollen. Und dann wurde es sofort archiviert. Doch, doch. Also auf den Admin-Notizen finde ich alles, was relevant für mich ist. Natürlich, natürlich. Alles klar, da weiß ich ja schon mal Bescheid. Ich schaue mir das mal an. Also es bräuchte wirklich ein Fingerspitzengefühl. Das wäre das Anliegen. Wie kann dieser Konflikt produktiv gemacht werden? Weißt du, was ich meine? Ja. Dass wir an diesem Thema arbeiten können, was uns am Herzen liegt. Wir wollen eine freundliche, eine fehlerfreundliche, eine Kultur, wo auch Fehler gemacht werden dürfen und so weiter, oder? Wir wollen eine Willkommenskultur haben. Wie müssten wir das machen und wie kann auch dieses Elend mit diesem SMS2, SMS-Ban genutzt werden? An diesem Anliegen zu arbeiten. Kann man machen. Ich würde kleinere Schritte machen, aber kann man machen, ja. Okay, Stefan, danke erstmal. Wir müssen uns mit der Sache nochmal beschäftigen. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Das ist einfach Unterhaltung. Es ist nicht fair, dass Administratoren ihre Macht missbrauchen und von anderen Administratoren offenbar so eingeschüchtert werden können, dass man sich nicht mehr getraut zu reagieren. Wie im richtigen Leben halt. Ja, ich finde eben, also das ist die Stärke von Wikipedia. Schau mal, sollen wir schauen... Also noch einmal an dieser Liste weiterzumachen. Ja, können wir auch erstmal machen. Fände ich wichtig. Gut, machen wir einen Termin. Ich kann bis dahin dann auch fragen, ich frage mal die Stadt, wie sie mir zeigen könnten. Also verstehst du, vermutlich, weil sie setzen ja alles online, sie machen ja Open Data. Ich glaube, die Daten hätten wir auch. Also gibt es irgendein Portal, da musst du mal einen Link mal zu dem Portal, da kann man sich das Portal mal reinfixen. Ja, genau, okay. Also schau mal da auf deinen Terminkalender, also wie sieht das aus? Also, nächster Termin ist möglich. K-
Christian Strickler hat noch, die Verfahrensführer müssen das nicht, also nicht im Staat, untersuch mal Verfahren von Laien, Gemeindebehörden etc. Natürlich muss der Staat nachweisen können, ob er rechtens gehandelt hat. Das ist ja das ganze Ding. Also, weiß nicht, was du meinst, Christian. Wie sieht es bei dir aus am 1. Dezember? Das ist nicht so schön, ne? 1. Advent, oder? Ja, World AIDS Day. Ah, nee, da habe ich Weihnachtsmarkt. Nee. In der Woche ist bei mir alles ein bisschen... Du, es wird jetzt dünne im Dezember, ne? Ja, ja, klar. Du, ich glaube, das wird gar nicht. Ja, ja. Du, also... Mensch. Wenn ich hier den Kalender sehe, da... Ho, ho. Also du, ich finde das auch nicht... Das sind alles Themen, die nicht wegrennen. Dann starten wir im Januar. Also das wäre für mich jetzt kein Unglück, oder? Nö. Dann schlage ich vor... Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich den Stream wieder mache. Den, wie hieß der schon wieder? Feststream über die Weihnachtstage. Ich schlage den 10. Januar, Freitag, 20 bis 22 Uhr vor. 10. 10. Januar. Von wann bis wann? 8? 8 bis 2, 8 bis 10 abends. Conny. Ja, machen wir doch, oder? Okay. Ist eingeschrieben, Stefan. Telefonberatung. Tschabum, tschabum, tschabum. Hast du es im Dings eingetragen oder wo? Nein, nö, ich habe es nur in meinem Privatkalender. Oh, wow, schau mal, mein Kalender geht ja gar nicht. Mein Kalender geht ja gar nicht ins 2000. Ich habe hier eigentlich mal noch Schlussevaluation und mache ich überhaupt weiter und. Mhm. Krass. Oh, das wollte ich eigentlich machen. Brauchst du da noch Teilnehmer? Nein, Kraft, sage ich mal. Okay. Also, ja. Oben einfügen. Da. Januar. Nehme ich nervt schon, das ist schon klar, oder? 10. 20. Conny. Ja, ich könnte eigentlich copy-paste. Also ja, wir können ja aufhängen, das kann ich ja auch noch alleine eintragen. So. Tschabum. Okay. Die Uhrzeit müsste ich noch machen, gell? So, 20 bis 22. So. Ja, Conny, tut mir leid. Das ist kein gutes Thema für mich. Scheiße. Nein, nicht verzagen. Wir bleiben dran. Ich habe dir jetzt meine Gedanken und groben Vorschläge gesagt. Ich bin inhaltlich komplett nicht vorbereitet. Das ist mein Problem. Und deshalb kann ich auch in gewisse Sachen nicht einsteigen. Und aber verstehst du, hast du ein bisschen Empathie darum, dass meine Widerstände zu sagen, dass ich nach 150 Tagen... wo wir, also und da hat es diverse solche wirklich intensivste Shitstorms gegeben, dass ich irgendwann sage, das tue ich mir nicht mehr an. Also mehr Kreide und mehr Staub fresse ich jetzt also wirklich nicht. Was für Staub hast du schon gefressen? Oh, nein, bitte. Du bist gesperrt, Staub 1. Nein. Und du bleibst weiter am Thema. Das ist für dich nee, so. Nee, nee.
Also das war ja ganz intensiv, also die Shitstorms, die ich gehabt habe, die Situation im Wuppertal, der Shitstorm, der danach gekommen ist. Du, also ich bin wirklich bösartig abgewatschelt worden, ja. Okay, aber du bist gewillt, an dem Thema zu bleiben. Ja, selbstverständlich, das ist das Thema von Wiki Dienstag. Naja, und ich bin dabei. Du bist ein Schatz. Ich brauche aber lange und du siehst, ich bin langsam und zäh und überhaupt und ich habe keine Ahnung und mir muss man die Sachen dreimal erklären, aber wenn ich es dann verstanden habe, habe ich es verstanden. Ich habe deinen Fall noch nicht komplett verstanden. Wir müssen dort mal ins Detail gehen. Ich habe mich davor gescheut, weil ich einfach faul bin. Aber nee, ich finde, das musst du wirklich einfach nicht, weil es haben wirklich genügend Leute gemacht. Ich Aber glaube, sonst das kann man wäre. darüber nicht reden. Doch, doch, natürlich. Ich kann über alles Nee. reden. Ich kann über Bücher reden, die ich nicht gelesen habe. Das ist alles, das ist völlig kein Problem. Nein, ich finde, das Wertvolle ist natürlich, wenn wir an den Inhalten arbeiten können. Das habe ich ja Dann, vorgeschlagen. da muss ich auch nicht entsperrt sein. Weißt du, was ich meine? Weil ich kann in Commons, vielleicht haben wir da deshalb auch mit Commons angefangen, mit Fotos und so, dass wir dort uns halt so rantasten, dass wir das noch einmal zeigen, wie in einem Quartier Punkte entstehen, die man dokumentieren kann, oder? Okay, dann Weil fangen wir Fotos an. dort kann ich ja überall arbeiten, ist gar kein Problem. Wikidata kann ich ja überall arbeiten. Na, dann fangen wir mit Wikidata und Commons an. Ja, genau. Ich bin dabei. Herzlichen Dank, Conny. Ich danke dir, Stefan. Bitte nimm mir es nicht übel. Ich bin ungemütlich, aber ich muss Nein, noch nein, mehr nein, hier. warum? Du Noch bist so mehr Wissen. praktisch. Warum bist du ungemütlich? Naja, ich mache dir schlechte Laune. Nein, das Thema doch nicht du, mein Gott. Hey. Stefan, danke Ja, erstmal. ich danke dir. Ciao, Conny. Tschüss. Bis bald, ciao. Ciao, tschüss. Christian, bist du noch da? Ich möchte dann bald abstellen und weil es ja um 9 Uhr, ich denke um 8:30 gehe ich wieder online für den nächsten Dings. Aber wenn du noch da bist, du hast den Link unten drin und wenn du noch Hallo sagen willst, musst du draufklicken. Warte mal, ich kann dir hier nochmal reingehen. Das wäre der Link. Und wenn du dich freischaltest, willst du es mir nicht erklären? Ich habe es ja getwittert, wegen Verfahrenswille, versus Argument. Wo anklagen, wie im richtigen Leben? Also du musst auf diesen. Nein, spontan reingeschaltet, sehr brisante Stelle. Aha, okay, also gut. Du gehst weiter. Dann bekomme ich jetzt Nachtessen und dann gehe ich 20:30 Uhr wieder online mit diesem anderen Thema. Tschabam. Macht im Netz. Chris Carlson, Aktivist der ersten Stunde in der Critical Mass Bewegung in San Francisco. Mich interessiert, wie er den Begriff Xerocracy definiert. Auch dazu habe ich das natürlich in Wikidienstag einen Sprint. Der Sprint heißt Do we need a next Bill of Rights? Das ist ein uraltes Thema von mir mit Anarchcom, wo ich da dran bin. Im Moment bin ich in diesem Gespräch mit Stefan Blankertz, habilitiert in Anarchie, keine Ahnung. Das hat er mir empfohlen, dieses Buch von ihm, das ist seine Dissertation gewesen. Der kritische Pragmatismus Paul Goodmans. Habe es noch nicht aufgemacht. Aber heute der Abend dann. Natürlich auch Naomi Klein ist für diese Reclaim the Street Bewegung sehr, sehr wichtig gewesen, immer noch wichtig, jetzt für diese Klima Bewegung sehr, sehr wichtig. So, so, so. Also das habe ich hier.
Oh, jetzt kommt Filterraum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, 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 was verschafft mir die Ehre? Ich tue nur Schmarotzen. Ich will die Technik prüfen. Ah, okay. Ich habe gesehen, dass du da dass du live warst auf YouTube. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass du im Strickler irgendeinen Link geschickt hast. Und ich wollte jetzt testen, ob ich da auch. Ja. Du, das ist wirklich, also wie da Google Hangout abgeschossen hat und so. Ja. Hat mir mit dem Typ, wo ich jetzt drin war, mit Conny, hat mir dieses StreamYard gezeigt. Ja, den kenne ich ja von, der macht die Hotline bei Wikipedia irgendwas, ne? Ja, genau. Oh, du hast dich verletzt. Mhm. Küchenmaschine. Oh, scheiße. Depp. Und dann hat er mir dieses StreamYard gemacht und für mich, also ich bin jetzt gespannt heute Abend, ich bin nicht ganz sicher, es könnte sein, dass jetzt da mehr Leute mit reinkommen, weil das ist mit San Francisco und Critical Mass und so. Ja. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie sich das verteilt hat auf Twitter, ob der Termin bekannt ist, aber vielleicht haben wir, das habe ich jetzt noch nie gesehen, wie viele Leute das jetzt da reinkommen können. Das letzte Mal wurde ich ja dann oft abgeschossen von YouTube, weil immer, wenn es zu diesen Sperrthemen gekommen ist, was wir jetzt gerade gemacht haben, noch einmal mit Wikipedia, mit diesem Ban. Das ist aber keine Verschwörungstheorie. Was? Erzähl mal was. Ja, weil du sagst, du würdest da jetzt dann abgeschossen. Das hört sich für mich ein bisschen nach Verschwörungstheorie an. Ja, ich bin du bist ja nicht Alex Jones oder so. Keine Ahnung. Nein, nein. Aber ich kann natürlich nicht mehr editieren innerhalb der Wikipedia. Ja, das weiß ich ja. Also das natürlich schon. Und die Art und Weise, wie man mit mir umgeht, das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, das kann man nachschauen. Okay. Also. Ja, gut, dann ist wie man in den Wald reinruft, irgendwie. Ach so, jetzt machst du auch Individualisierung. Da bin ich natürlich ganz dagegen, oder? Also ich finde, also gut, aber ich bin natürlich Sozialarbeiter. Ich habe natürlich ein Riesenherz für Arschlöcher. Und wenn ich selber auch mal ein Arschloch bin, wende ich dann diese Technik an. Nee, ich habe eine Frage gestellt zu diesem ZDF Wikipedia, zu dieser so. Das ist für mich natürlich als alter Wikipedianer, als alter Internetaktivist, diese ganzen Lizenzfragen, das ist für mich natürlich super wichtige Fragen. Und in diesem Zusammenhang bin ich da ganz blöd der Wikimedia Deutschland ins Messer gelaufen und die haben mich da rausgemacht. Ja, also... Da gibt es ja in verschiedenen Fragestellungen, die man hat. Jetzt mit dem ganzen Digitalisierung und Internet und weiß der Geier. Ja. Ich hatte zum Beispiel mit der Telekom einen Bitch-Fight auf Twitter. Und zwar habe ich denen gesagt, ich habe bei euch einen Telefonanschluss und eine Setup-Box für euer Fernsehscheiß. Und jetzt muss ich auch noch irgendeine Altersverifizierung da durchführen. Warum? Weil ich habe gesagt, ich kann nur einen Vertrag mit der Telekom abschließen, wenn ich 18 bin. Ja. Weil sonst bin ich gar nicht vertragsberechtigt. Ne? Okay. Dann habe ich gesagt, deshalb ist diese Altersverifizierung völliger Blödsinn. So, und so hast du ja mittlerweile in jedem Kontext irgendwo so die neuralgischen Punkte, wo es quietscht. Ja. Ne? Ja. Und das nervt die. Und dann haben die auch zu mir gesagt, ja, wir schicken Ihnen da gerne ein Statement, schicken Sie uns Ihre E-Mail-Adresse von unserer Rechtsabteilung. Und da habe ich gesagt, warum? Da habe ich gesagt, ich habe recherchiert, es gibt Forenbeiträge, da wurde das schon diskutiert und so. Da habe ich gesagt, mach das öffentlich, da brauchst du mir nicht was zu schicken. Ne? Ja. Ja, du, ich habe natürlich, das ist schon klar, ich habe natürlich Ansprüche. Für mich ist die ganze Wikimedia-Welt einer der ganz großen sozialen Experimentierfelder, für mich extrem wichtig. Und der Zerfall der deutschsprachigen Wikipedia, der liegt mir natürlich am Herzen, nicht dass er zerfällt, aber daran zu arbeiten und mitzuwirken und zu sagen, hey Leute, was ist die Stärke von Wikipedia? Nämlich eben, dass Wikipedia ist not paper, wir haben genügend Platz und wir haben
Platz für abweichende Meinung. Und das Schlimmste, was passieren kann, wenn irgendwelche Leute wieder, gerade in unserem Sprachraum, wieder daherkommen und sagen, ich weiß, was anständig ist, was richtig ist, was die richtige Meinung ist, und alles andere mache ich weg. Sage ich, nein, 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 das haben wir durchgemacht, das machen wir nicht nochmal. Und für diesen Ort zu kämpfen und zu sagen, hey Leute, kommt wieder zurück auf Wikipedia, weil wir hier Platz haben, weil wir, das ist ja das, was ich mit der Theresa Hannig so wichtig gefunden habe. Hey, schreib mal dem Duden Verlag, du hättest gerne gendergerechte Sprache, da machen die ja nur so. Aber bei uns wird diskutiert den Teufel ein Ohr ab. Und das finde ich saugeil. Und darum müssen wir kämpfen. Und diesen Ort will ich zurückhaben. Und das finde ich natürlich mein Fall so spannend, weil es gerade bei diesem öffentlich-rechtlichen Zeugs drum geht, dieses Framing, was sie haben und dann Wikipedia als Abspielstation brauchen, haben sie jetzt gerade gemacht mit den ersten 5 Videos. 2019 hat das ZDF hinbekommen. Kommen sie ausgerechnet zu Klimawandel, ne? Als gäbe es keine softeren Gebiete. So, also das, boah! Und darum zu kämpfen, Leute, wir sind nicht Abspielstation für irgendwer. Wir sind der Ort, wo gestritten wird und um das bessere Argument gerungen wird. Und da dürfen eben auch sogenannte Arschlöcher reinkommen und sagen, ich sehe das ganz anders und so weiter. Und dann geht es darum, das ist dieses, hey, dieses Graham-Dreieck, kennst du das? Nee, was ist das? Das sieht aus wie Maslow-Pyramide. Ja, ist es nicht. Das ist Graham, warte mal, hatte ich ihn. Hey, das habe ich dann letztendlich. Eben, also unterste Ebene ist dann einfach Arschloch. Also du sagst was, das passt mir nicht, dann sage ich dir, du bist ein scheiß Arschloch, oder? Ja, ja, genau. Ja. Aber wir dann beide, wir beide sind Oberarschlöcher, deshalb vertragen wir uns auch so gut. Ja, ja, genau. Ja. Aber jetzt geht es doch darum, dass wir sagen. Also, dass ich überhaupt mit dir zu streiten beginne, heißt ja doch, dass wir offenbar ein Thema haben, was uns beide beschäftigt. Und jetzt geht es darum, dass wir zwei, vielleicht schaffen wir zwei das dann alleine nicht, aber vielleicht, dass dann noch jemand dazukommt und dass wir dann noch einmal schauen, ja, was hat der Filterraum für eine Art, also redet ihr überhaupt vom Gleichen? Was hat der Filterraum für ein Argument? Hat der Seidel, der SMS2, SMS ein Gegenargument? Wie kommt, so, und dann macht der Graham da so eine Dings hinauf bis zum. Ey, es ist sau, es ist wirklich das Geil. Das ist praktisch dann die Pyramide als wie eine Leiter der Dialektik. Ja, ja, also du. Ja, könnte sein, genau. Also schau mal hier, wenn du da gehst. Graham Hancock. Ich lege es dir hier in den Dings. Tschabum. Oh, aber ich muss dann, ja, jetzt könnte man, kann man mit Luma was anfangen, keine Ahnung. Ich, manchmal ja, manchmal nein. Je nachdem, jeder, der eine so, der andere so. Also ich wollte mal sagen, ZDF ist eine Organisation und ich kenne den Fall noch mit dem Bettenarzt. Ne? Wie geht der? Bettenarzt. Oh, was ist mit dem? Was? Nein, langsam. Ja, erzähl mal. So. Das, ich habe das jetzt auch nicht im Detail recherchiert, weil ich da jetzt nicht drüber geschrieben habe, aber mich hat das interessiert. Und das war ja scheinbar so, dass da jemand, auch einer von den Journalisten, irgendwie eine eigene Meinung hatte, die den Verwaltungsrat und den Regierungsheinis nicht gepasst hat. Von was redest du? Bettnarz. Bettnarz. Gibt's ein, du brauchst nur die zwei Wörter. Bettnarz und ZDF. Und dann sagt dir Google, Skandal ist rausgeschmissen worden oder was weiß ich was. Bettnarz. Dieter. Klaus Bettnarz, ja. Ja. Klaus. Und da gab es ja noch den ehemaligen hessischen Ministerpräsident Koch, was weiß ich, der da verwickelt war, keine Ahnung. Also die Verstrickung, also das Thema ist ja zum Beispiel Medienkritik, Massenmedien, Staatsfernsehen. Staatsfernsehen, ne? Penclub, da bin ich ja auch, schlafendes Mitglied. Also ja, ich kann jetzt so auf die Schnelle nichts damit anfangen. Ja, klar. Ich sag nur, es gibt da halt immer solche, so Stränge, so Geschichten zu.
Und dass wir beide sind jetzt nicht die Einzigen, die da jetzt drüber reden oder mit dem du vorher geredet hast, mit deinen Kollegen da, sondern da gibt es ja ganz viele Hotspots, die darüber reden, so kleine und Okay. manchmal größere Hotspots. Also das ist ja alles virulent, ne? Ach, der ist tot, das wusste ich gar nicht. Wann ist er denn gestorben? 15 schon mal was. Ne? Monitor. Nee, wie hieß der Chefredakteur ZDF? Du kannst im Fall auch Bildschirm freigeben. Ah. DF. Bittner Klaus Bettnerzeit ist am Monitor, ne? Nikolaus Brender. Ich habe den Brender mit dem Bettnerz verwechselt, weil die beide mit B zu den anfangen. Bildschirm freigeben. Warte mal, wie mache ich das? Unten Share Screen. Bap. Im Browser soll das unten sein. Ja, glaube ich. Galaxy Infinity. Da hat Streamer. so Mute das Ah, Mikrofon. Share Screen. Ja, warte mal. Share Screen. Screen erscheinen, also du Monitors. Siehst du jetzt Und was? nee, ich sehe es dann, wenn da kommt dann das Fenster, du musst ihn noch anwählen. Also, aber ich kann nur nicht erlauben. Ich kann nicht erlauben. Hä? Fenster oder Bildschirm muss ich vorher auswählen, genau. Ja, genau, du hast zwei Bildschirme oder so. Dann musst du den noch Erlaubt. abwählen. Ja. Und wenn er dann aufpoppt hier, dann kann ich den freischalten. Geht immer noch nicht auf Erlauben, obwohl ich Ich bestelle jetzt mal Weitergabeindikator Pizza. Bildschirm 1. Will er mir auch nicht freischalten? Naja, will man keinen freischalten irgendwie. Steht immer nur irgendwie, erlauben Sie nur Websites Ihres Vertrauens, bla bla bla. Entscheidung merken oder erlauben. Aber du findest das jetzt, du kannst es ja. Ich habe dir das falsche Schlüsselwort gegeben. Das war Brenda, nicht Bettnarz. Geil. Nikolaus Brenda. Jetzt, du hast gesagt, du willst diese Software testen. Jetzt zeig mal, dass du das, dass das ganz einfach ist. Ja, sehr gut, ja. Der So war gut, machen. gell? Ja. So, ich wollte jetzt nur den Betrieb nicht aufhalten. Den inhaltlichen, Aber du weißt substanziellen. ja, dass ich mit Bettnarz, das ist ja auch ein Bettnarz, aber der schreibt sich wohl anders. Der Bettnarz ist, der macht Monitor. Also. Ja, aber ich bin ja mit diesem Stefan. Ah, oh nein, das ist ja Blankertz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, tust du auch manchmal alles verwechseln? Ich verwechsel den ganzen Tag irgendwas, ne? Smart Setting. Warum gibt der mir hier nicht dauerhaften Zugriff auf Ihren Bildschirm erlauben? Firefox kann keinen dauerhaften Zugriff auf Ihren Bildschirm erlauben. Das heißt, es könnte sein, dass die Software bei Firefox eventuell dann noch besondere Einstellungen erfordert, wo ich aber jetzt nicht darauf aufmerksam gemacht werde, sondern es wird pauschal gesagt, Firefox kann keinen dauerhaften Zugriff auf Ihren Bildschirm erlauben. Okay, komisch, ne? Ja. Normal müsste da jetzt stehen, schalten Sie in Ihren Einstellungen dies und das und jenes ab. Am besten direkt in Besten der direkt in der Dialogbox. Dialogbox. Oh. Bin ich noch da? Ja, Ton, Bild nicht mehr. Was ist jetzt das? Ah. Wie hast du das denn jetzt nach YouTube gekriegt von StreamYard? Nee, das machen Sie automatisch. Aha, da musst du dann da dein Konto angeben oder bist, weil du Genau. eingeloggt bist. Ja. Ah, Da du kommt. meldest dich praktisch mit deinem Google-Account an. Ja, keine Ahnung. Oder dein, ja, warte mal, Google-Account. Der Witz ist ja auch, wenn du verschiedene Kanäle auch noch als Administrator bedienst, da gibt es auch manchmal so ein Durcheinander, ne?
Für mich zumindest. Aber es könnte ja sein, dass du dann über deinen Google-Hauptaccount von da aus ist dann Google, der ist ja auch mit YouTube verbunden, dein Google-Account. Also, wo ich sicher bin, ich habe alles über StreamYard gemacht und dann gesagt, wohin, dass ich das noch haben will. Ah, ja. So rum ist es gegangen. Mhm. Ja, da musst du irgendwas autorisieren und gedöns. Ja, also, ja. Aber das läuft jetzt eigentlich ganz gut. Aber es scheint so halt, dass du mit Firefox da zumindest bei mir im Setup jetzt Probleme hast, den Bildschirm zu teilen, weil irgendeine Einstellung vielleicht noch gemacht werden muss bei Firefox, die aber hier nicht weiter angezeigt wird, was das denn für eine ist. Da wird einfach nur gesagt, geht nicht, Firefox erlaubt das nicht. Das heißt, also, wieder auch Google Chrome ist eigentlich, das haben wir auch bei den Hangouts gehabt. Kannst du dich erinnern? Da musstest du auch manchmal, also in den meisten Fällen hat das nur mit Chrome funktioniert und nicht mit Firefox. Ja, du, also ich bin natürlich ganz beim Teufel, gell? Also mit deinem Chromebook, ja. Ich habe ja Chromebook. Ja, ich weiß. Du, ich muss ganz schnell Biopause machen. Kein Problem, ich wollte nur mal reinhören hier. Bist du noch da oder haust du wieder ab? Oder? Nö, wie lang bist du jetzt offline? Also die nächste Session würde ich sagen, da gehe ich etwa 8:30 online und dann machen wir Englisch. Das wird ja besonders lustig, weil ich das überhaupt nicht kann. Ich auch nicht. Mit diesem Chris Carlson. Aber der spricht ganz gut, ist amerikanisches Englisch und einfach und so. Ich glaube, das kriegen wir hin. Mhm. Und dann arbeiten wir an dieser Definition Xerocracy. Das finde ich ziemlich lustig. Ja. Und dann sage ich einfach mal hier viel Erfolg und ich habe dich auf meinem Schirm hin und her. Ja, das ist schön. Man sieht, ich habe ja schon Sorgen gemacht, wo du mich geblockt hast und so. Nee, ich habe dich wegen deinen scheiß Automaten da geblockt. Aber dann musst du ja nicht den ganzen Account, dann kannst du kannst ja einzelne Worte. Oh, das wird mir viel zu kompliziert. Bei mir ist ja auch egal, weil ich sehe dich ja sowieso auf allen anderen Kanälen. Dass ich jetzt für dich nicht lebensnotwendig bin, das ist mir schon klar. Und nee. Du hast ja auch noch andere Kanäle. Ja, eben. Ich sehe dich auch von dort her. Das ist überhaupt kein Problem. Nein, ich sage ja nur, ich liebe halt meinen Bot. Ne? Also. Ja, und ich, also du bist ja für mich auch in vielerlei Hinsicht so ein bisschen wie ein nützlicher Idiot. Ne? Das ist ja das. Also ich bin ein Arschloch und du bist ein Arschloch. Ne? Ja. Stefan. Hey, ganz herzlichen Dank. Hau rein, viel Erfolg, tolle Tschüss. Arbeit. Ja, immer weiter. Gleich bis später, ja. Ciao. Ja, ciao. Die nützlichen Idioten verabschieden sich hier. Ciao.